ihr lieben Sci-Fi-Freunde, Star Wars Jedi Fallen Order ja. Mit Simon Kretschmar, dem Padawan, und dem Jedi-Master Nils Bumhoff und euch. Das war ein cool Opener. Ja, das ist ein falsches Intro. Nein. Das ist ein falsches Intro. Wir nehmen es jetzt knallhart Nein. durch, mein Freund. Hör mal auf, das ist doch einfach nur geplant als ein Spiel. Überall, Simon, wir ziehen das jetzt durch, wir beide. Ach, ihr seid alle so Wir dämlich. Werden den Fallen Ordern wieder auf die Beine helfen. Ja. Whatever. Oh, look at that order, it has fallen. Fallen. So, ja, zwei Knaller durchgenommen. Jetzt simultan, Simon, ich freue mich. Guck mal, wir hatten eben die Frage, machen wir es mit Pad oder machen wir es mit Maus und Tastatur? Wir spielen es auf PC, aber mit erst wir probieren es mal mit Pad, ne? Ich finde, ja, wir spielen dann schlechter, aber ihr seht irgendwie smoothere Bewegungen. Also mein Gefühl ist, ihr könnt ja gerne mal, wir können mal durchvoten, das ist mal ein guter Vote, während gleich startet, können die Leute mal voten. Ach, machen wir nachher, ne? Ja. Ob wir mit Controller oder Tastatur, was denn für den Zuschauer besser ist. Ich persönlich glaube nämlich, ist der Controller. Ich glaube, dass es fast egal ist für die Leute, weil wir spielen. Nee, warte mal, du hast dieses Zuck, 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 niemand will das. Ah, Schritt. Hier hast du so smooth. Ich guck mal nach rechts. Was ist denn hinter mir? So, ist was anderes. Okay, smooth, geht's jetzt los. Neue Reise wird gestartet. Kommen Sie mit mir ins Universum, in eine Galaxie vor langer Zeit. Neue Reise starten. Ich hab richtig Bock. Ich hab mich gestern schon richtig gefreut. Ich will jetzt einfach wissen, Jedi-Ritter, ob es gut wird. Oh, guck mal, jetzt müssen wir. Na, nicht das ganz harte, aber so. Ja, zweite das? Sollte Jedi-Ritter man. Jedi-Ritter oder Jedi-Meister? Ja, schwierig, ne? Okay. Komm, eigentlich Paradefenster ist alles gleich. Könnte man machen. Ja, eingehender Schaden, Gegneraggression. Komm, wir machen Jedi-Meister. Oder hier steht, Spieler, die mit Nahkampf-Action-Spielen vertraut sind. Oh. Ja, wir machen das jetzt. Ja, ja. Ich. Ihr könnt es ja jederzeit ändern, wenn die anderen nicht mehr da sind, dann können wir das heimlich umstellen. See, das ist mein Liebling. So, was hatte ich jetzt gemacht? Jedi Master? Nicht, ach so, ihr wolltet Großmeister haben. Ja, aber sie haben ja auch viel zu große Ansprüche. Wir können es ja hinterher noch umstellen, wenn das wir merken, wir sind zu krass. 3 von 4, das muss doch reichen. Mhm. Das ist 12 Punkte. Beim Abi. Was wollten ihr noch mehr? Alles darüber ist einfach ein bisschen Streber. Ja, es ist echt ein bisschen über. Okay, jetzt pst. Dein Rhythmus, Kerl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Wie ist der Chef? Auf Band 10A wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. 2 Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. Oh, es geht schon los. Boah, smoother Übergang. So gut aus auch schon. Das, also ich finde es toll, dass es so eine, ja, so eine typische roughe Star Wars Welt ist, aber ja. Man eben jetzt scheinbar nicht direkt irgendein shiny irgendwas spielt. Also ich finde das optisch schon mal richtig geil. Oh. Keine Sorge. Ey, im Grunde kennt man es ja schon von Battlefront, aber es ist einfach eine tolle Engine. Die kann einfach dieses. Die ist genau dafür ausgelegt, so diese Art von Metall auch darzustellen, behaupte ich jetzt einfach mal so. Also es passt irgendwie einfach alles genau zu dem, was es darstellen muss auch. Und ich finde halt, wie geil, dass er auch so dieser Schrottplatz dieses abwerft. Ach, was da los ist, ne? Weil wie viele hier. Ich habe ewig keinen Luke Hulk gesehen. Ja. Ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir.
Der Chat sagt, ich wusste es nicht. Es ist sogar eine andere Engine, es ist die Unreal Engine, nicht Frostbite. Was ist denn? Was halt quasi alles. Was du gesagt hast. Alles komplett nicht zunichte macht. Vorsicht! Oh, Vorsicht, wolltest du Super Mario spielen? Oh, nö! Alles okay? Ja, ich bin okay. Aber die Leiter ist weg. Ja. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Ich könnte bestimmt hier runterrutschen. Ich glaube, das ist das, was von mir erwartet wird. Das sieht nach Spaß aus. Aber bevor ich mich für diesen Weg entscheide, gucke ich noch einmal kurz, ob es hier noch irgendwie hochgeht. Aber das wollen die alles nicht. Ich denke, hier haben wir einfach nur ganz gerade Autobahnwege. Bist du bereit für ein bisschen Rutschpartie? Geronimo! Echt auf den Beinen. Ich wäre da schön auf dem Arsch, auf dem dreckigen Mantel runtergerutscht. Den jetzt umkicken? Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Kannst du es ein bisschen lauter haben, die Magie? Ich verstehe, was er gesagt hat. Ich glaube, ich soll hier rauf, ne? Ich glaube auch. Regie, ihr könnt gerne ein bisschen lauter hier im Studio machen. Ach, das machen wir bei uns? Ja, dann mache ich das schnell. Ein Seil, da muss ich 100% mal so gegen. Mein Gott, so weit ist es gekommen. Jetzt muss ich schon selbst am Regler drehen. Aber am Rad zu drehen ist dir nicht fremd, oder? Ganz ruhig. Bin gleich wieder weg. Regie, sag doch, wenn es jetzt zu laut wäre. Ne? Es kann sein, dass es jetzt auf unser Mikro zurückkommt. Springen und drücken, um zu klettern. Okay. Guck mal, die ganzen Charaktere, ne? Na, alles. Die ganzen Wesen und so. Die Technik, man erkennt alles. Die Musik. Ja. Selbst sowas wie dummes Rumklettern wird hier zu einer epischen, alles entscheidenden Aufgabe. Ja. Wird er es schaffen? Also oh mein Uncharted, Gott! Ey, die ganze Bewegung. Oh nein, das Schicksal der Galaxis! Ah. Leiste nicht, Cam. Ah, jetzt muss ich wieder hier balancieren. Man sieht aber jetzt echt gut, wie dreckig die Leute leben, die ja halt einfach nur normale Arbeiterjobs haben. Im Grunde sind die ganzen Jedi und so, das ist ja die 0,1%. Das sind ja die absolute Elite der Elite. Ja, total, das sind so wie so Ritter früher, ne? Genau, die einfach, die leben halt wirklich in ihrer Bubble. Genau, deswegen heißen die auch übrigens Jedi. Auch wie die immer aussehen, ne? Ja. Also, die haben auch, die Klamotten sind ganz anders als das, was wir hier jetzt sehen. Einfach, wäre nicht gemacht für diese Welt. Eine Welt von schmutzigen Oberflächen und Öl und, oh, warum hängen die da? Ja, da hängen nimm die ein. Diese kann ich leider nicht nehmen. Aber hier ist Licht. Geht's hier weiter? Na, warte mal, bis jetzt weiter kann ich hier irgendwo ducken. Oder jetzt von mir. Hier ist das hier eine Tür? Nein. Da kann ich nichts machen. Kann ich mich hier durchpressen? Ach ja, doch. Guck mal. Das ist aber sehr eng. Das ein regulärer Weg ist, das glaube ich nicht. Boah. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Da sagt jemand was ganz Smartes im Chat. Die Bubble hat den Jedi-Orden den Blick in die Zukunft geraubt. Was erklären würde, warum sie jemanden wie Anakin in ihren Reihen geduldet haben, ne? Waren zu hochnäsig. Hey, wir treffen uns bei den Klammern. Link gut, ich bin in Kürze dort. Weißt du, in welchem zeitlichen Kontext dieser Teil spielt? Also zwischen welchen Filmen? Nee, weiß ich nicht genau. Ich schau mal nach. Also das ist echt total unchartig. Wir beide haben ja auch Uncharted gespielt. Ah, das gespielt. Mögen wir doch. Und die Abläufe hier beim Klettern, auch die Animation und so, das ist krass Uncharted. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Hä? Kennen wir uns? Hä? Ihr seid, also King A schreibt, ihr seid hier auf Schrottwelt. Hier werden die republikanischen Überreste verwertet und imperiale Ausrüstung hergestellt. Also ich muss ja sagen, ich bin so heiß auf einfach mal wieder in Star Wars Singleplayer, dass ich mir das, ich hätte mir das Day One gekauft. Also wenn wir es jetzt nicht für die Arbeit hätten, ich hätte es mir geholt. Oder ausgeliehen oder irgendwas. Ich hätte spielen müssen. Na bitte sehr. Ja, ich freue mich, dass wir es zusammen machen. Das wird lustig und glaube ich echt Bock. Hey, wir sollten los. Ja, und ab geht's.
Das hier ist natürlich jetzt alles Tutorial. Bin ich hier hochklettern? Oh ja. Und er ist bislang, finde ich, den Hauptcharakter auch durchaus sympathisch. Es ist ja oft so, dass wenn die so junge Bengels, dass sie dann so überdrehte, coole Highschool-Dudes sind, sondern aber der ist eigentlich ein ganz... Ja, Mass Effect ist lang. Ja. Ja, zum Beispiel. Wie das aussieht, ey. Das ist ja, die Skyboxen sind wirklich episch. Das muss aber auch so sein. Alles ist größer als groß. Ja. Kein, hier ist überall steht irgendein riesiger Sternzerstörer rum. Mann, das finde ich eigentlich krass, dass sowas direkt daneben ist. Mhm. Da baust du doch nicht deine Immobilie. Nee, das ist wahrscheinlich das Schlechteste. Das ist halt die Frage. War der schon da und deswegen war der Baugrund so günstig? Es ist ganz knapp am, wie heißen die, Gulag oder so. Ganz knapp daran. Die Fangarme kommen aber nicht bis ganz nach oben. Das haben wir abgemessen. Ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wie da der Makler mit denen da hingeht und sagt so, ja, ein kleines Problem gibt's noch, aber das wirkt sich natürlich auch auf den Preis aus. Ah, das ist Salak-Gebiet, müssen sie wissen. Ja. Das ist ihnen schon bekannt, aber die Salaks sind die meiste Zeit. Die machen nur so 18, 19 Stunden am Tag machen die Terror. Dann schlafen, Sie. Dann verdauen sie euch. 3 oder 4 Stunden lang verdauen sie. Wenn sie da ab und zu mal einen Postboten oder sowas reinfallen lassen, dann haben sie da ihre Ruhe, glauben sie es mir. Ach, wir wären gute Immobilienverkäufer. Ja, definitiv. Wir würden alles schön reden. Warte mal, okay, was, jetzt reindrücken oder was? Alles klar, du bist dran. Okay. Moment! Okay, Klammer gesichert. Okay. Aber der Chat sagt es, das ist der Mülleimer. Das ist tatsächlich eine sinnvolle, wir würden es auch so benutzen. Ja. Du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Ja, das macht Sinn, dass er das alles auffrisst. Das scheint aber wirklich ernst zu sein. Also die Leute reden gerade so, das ist wohl kein Gag aus dem Chat, sondern das ist Teil der Lore. Ja, der frisst immer die Metallreste, wieso nicht? Macht Sinn. Es ist halt eine symbiotische Beziehung. So, wir wollen den Kack loswerden und der möchte ihn gerne aufessen. Komm, seht ihr das an? Am besten wäre es noch, wenn dann sein Kot, seine Ausscheidung, ist Gold. Uns wieder helfen würde, ja. Ist Benzin. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles verrät. Was ist das jetzt? Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, damit sie daraus neue machen können. Das ist dann ja Nachteil 2 spielen, oder? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Ich muss es besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Also ich meine... Komm schon, ich guck's gerade, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Also Teil 4. Ja, 5 meinst du dann? Musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Und der erste. Dein Schicksal finden. Ja. Zwischen 3 und 4. Ja. Der Order 66. Ja, die echten Fans können das. Ach ja, genau, stimmt. Das ist die Zeit immer noch sagst, der Order 66. Hey, das ist recht. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Vorsicht! Ah, die Verfolgung der Jedi, darum geht's auch. Ja. Alter, lass mich. Da hast du aber Glück gehabt, dass es da eine magische Wand gab. Alles okay? Kerl! Ich komm nicht raus! Oh. Durchhalten! Ich rutsche ab! Nein, lass nicht los! Ich kann nicht mehr! Was? Ich muss Jedi-mäßig machen. Nein! Alter, du hast krass die Macht. Ja. Oh, nice, ey. Jetzt haben wir uns natürlich zu erkennen gegeben. Ich glaube, wir haben das selbst noch nicht wirklich gerafft, oder? Kann das sein? Nee, das war oder sind wir ein Jedi? Ich glaube, wir wissen, der sich versteckt. Nee, wir wissen noch nicht, dass wir Jedi sind. Glaube ich nicht. Vorsicht, Kerl! Oh, Alter! Oh, Mann! Moment! Forth, geht's dir gut?
Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein gutes Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Ich traue mich jetzt gar nicht, was zu sagen, weil wahrscheinlich die Szene, genau, weil es gleich weitergeht. Wir versuchen natürlich ruhig zu sein. Alles okay bei dir? Ja. So? Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Teppas schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Asche da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Dorf. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Smooth, das übergeht. Und so, das könnte auch der Anfang von Final Fantasy 7 sein, irgendwie von der Optik her und auch vom System. Aber geil, Alter. Das gefällt mir so gut schon. Das hat irgendwie, die wissen genau, anders als wir, wann sie Action machen müssen und wann Ruhe. Und ich mag auch total, wie sie miteinander reden. Also auch die Art, die Dialoge, das wirkt alles direkt menschlich irgendwie. Ja, also das menschelt. Ja, genau. Es wirkt nicht so gestellte Dialoge, genau. Ganz genau. Jetzt haben ein paar Leute gefragt, ob du die Untertitel einstellen kannst. Ich sag das jetzt, gib das nochmal weiter, du kannst es ja entscheiden. Machen wir gleich. Weißt du hin? Ich finde, bisher bin ich. Ich hoffe, dass das nicht nur immer die gute erste Stunde ist und dann alles irgendwann zu langatmigen Klettertouren verkommt. Okay, können wir nicht. Weil diese Welt ist so geil, du kannst einfach so viel zeigen, was man. Alter. Alter Schwede, krass. Krasse Machtvision, oder was? Ja. Ich find's aber geil, dass er eben auch Bescheid weiß, dass er nicht jemand ist, der das gerade erst entdeckt. Sondern offensichtlich will er einfach nur nicht, will er nicht getötet werden. Das kann ich gut verstehen. Ich guck gerade mal, ob wir. Ist das bei Video? Hm? Nee, gerade sehe ich auch nicht so mal. Also müsste es doch bei. Manchmal steht es auch noch bei Gameplay oder so, Untertitel. Ja. Warum die das nie? Sollen sie doch zur Audio packen, eigentlich, ne? Das ist bislang echt nice, Mann. Boah, Alter, schon. Das Imperium hat so geile Türen. Ja, wirklich. Guck dir das an, das sind Türen! Da hat sich jemand wirklich verwirklicht drin, in diesen Türen. Ich möchte, dass sie seitwärts aufgehen. Alter Schwede, okay. Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Der Fledermausmann, du musst drauf hören. Wir halten an, Prof. Ja, irgendwas geht hier vor. Alles auf, Identifizierung bereit.
sie das jetzt gespürt, dass er die Macht eingesetzt hat? Ich glaube, die kontrollieren einfach immer. Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Nope. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure wurden zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur so ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium sind doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Ja, aber jetzt ist jetzt doch Quatsch, Mann. Du hast das Opfer gerade komplett ruiniert. Du Depp, ey. Ich hab den Jedi. Ja! Das ist doch die Störung. Das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Blinder Passagier. Hey, du musst das nicht melden. Schweig. Hier ist TK-8. Zack. Moment, wie? Also keine Zerteilung? Was ist, was ist da nicht in Ordnung? Das ist schade. Da finde ich nicht in Ordnung. Ich erwarte Zerteilung der Körper. Gemäß den Lichtschwertvorschriften, die wir alle kennen. Oh, das ist aber geil. Ich brauche Verstärkung. Ja, der Chat regt sich zu Recht auf. Das ist doof. Und wir waren vor dem Einschlag eines Blasterbolzens, um diesen zurückzuwerfen. Ich werde das Spiel erst spielen, sobald es die Zerteilungsmod gibt. Ja, sehr schön. Der Lebensbalken finde ich ein bisschen unnötig, den die Leute kriegen. Toll, ey. Die Geschwindigkeit, mit der wir hier... Ach, das sieht schön aus. Mein Gott, Nils, sie haben unseren Buddy. Ich bin immer noch, offen gesagt, ein bisschen... Ich habe mich schon echt an den gewöhnt. Also, ich mochte den schon. Nee, und jetzt ist der einfach tot. Ja, aber das ist doch voll... Aber die haben es geschafft, innerhalb von 2 Minuten irgendwie, dass man diesen Typen so geil findet und jetzt wirklich pisst ist, dass der weg ist. Also, das ist ja auch... Das spricht ja für das Spiel. Oh, das ist die beste Uncharted-Schule aber auch hier. Ja. Wirklich. Ah! Nee. Oh. Falsche Taste. Unmöglich. Aber der Rücksetzpunkt ist sehr gnädig gewählt. So. Okay. Bewegung bleiben. Übrigens anders als bei Death Stranding, werden wir uns hier mal ein bisschen abwechseln.
mit Spielen? Ach so, ja, können wir. Du wolltest ja auch gerne mal spielen, oder? Ja, verstanden? Ja, natürlich, aber aktuell habe ich da noch nicht mal dran gedacht. Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. Das ist eine Ansage. Augen darüber! Das ist ein bisschen Souls-esque. Ich denke, man wird sich jetzt mehr auf das Lichtschwert und den Nahkampf konzentrieren. Fühlst du dich schwach? Also ich habe jetzt bislang noch überhaupt keine Kombos. Ich spamme einfach X. L ist halt blocken. Und dann bin ich dran wahrscheinlich. Das Timing, denke Kannst du auch rollen oder irgendwas? Nee, bislang gar nichts. Kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht noch, ja. Ich glaube, da kann man viel noch machen, wenn man da jetzt noch die Macht-Power dazu bringt. Okay, das jetzt parieren, ne? Da haben wir natürlich Sekiro-Erfahrung drin. Gegner mit Verlust. Oh. Bleib unten! Warte mal. Steh nicht wieder auf! Steh nicht wieder auf! Ich stehe hier auf. Ja. Wenn feindliche Angriffe, weiche feindlichen Drücke zweimal, um dich abzurollen. Ach, guck mal, geht doch. Okay. Also. B, jetzt wollte ich gerade ihn mit R verlangsamen, das hat aber nicht geklappt. Aber ich hätte es gerne. RB, ja, eigentlich hätte. Komm, lass ihn schlafen. Oh, schön, schön. Ja. Ah, es ist halt leider nicht so befriedigend, wenn da nichts zerteilt wird. Aber ich will nicht jetzt darauf rumreiten. Ich verstehe, dass es ein Spiel ist für alle Altersklassen und so. Es ist nur schwierig, wenn man irgendwie, ne, man kennt ja das Lichtschwert als diesen saftigen, alles zerfräsenden. Ah. Okay, jetzt hab ich's richtig gemacht. Du bist verhaftet. Ich würde sagen, da sind wir längst drüber hinweg. Ja, hast du gesehen? Ja, das war schön, das hast du gut gemacht. Das ist halt wirklich das Sekiro-Ding, das müssen wir uns diesmal von Anfang an. Also R1, also RB. Ja. Setze die Machtobjekte mit blauen Umriss ein. Machen wir denn einen blauen Umriss? Oben? Ach, schön, wie der Wind. Das ist so eine Hero-Action-Pose. Wahrscheinlich. Ja. Ah. Und jetzt? Kannst du es vielleicht kaputt machen oder so? Nee. Klettern. Ach, klettern, ja, natürlich. Okay. Boah. Deine Machtanzeige ist leer, für Gegnern Schaden zu Macht zu regenerieren. Aha. Okay. Ob das mit dem Gesetz der Jedi zu vereinen ist? Weiß ich auch nicht. Das führt auf die dunkle Seite, muss ich sagen. Ja, ja geil, komm. Durch den Helm. Für die gute Seite. Das ist ein bisschen Sekiro-esque, der Kampfstil, muss ich sagen. Na, ich denke, man hat sich auch ein bisschen schon daran orientiert, was Dark Souls und From Software macht. Aber ich glaube auch, dass man sich nicht versucht, da jetzt einen Konkurrenten quasi zu schaffen und es ähnlich macht, sondern es wird immer noch casual bleiben. Muss ich hier mich lang droppen vielleicht oder auf der anderen Seite? Ah, ich schätze mal hier vielleicht droppen müssen oder so. Nee. Hm. Also, lies doch mal die Warnhinweise, Nils. Achso, ja. Snack Snugelneck. Ja, Snack, da steht doch Snack Snugelneck. Snack Snugelneck. Steht da. Der Chat sagt Tür aufschneiden eventuell. Könnte das gehen? Ja, aber wir wollen ja nach vorne. Ne? Also ich gehe eher davon unten aus, dran vielleicht? Ja, droppen lassen war mein Gedanke, aber das macht er irgendwie nicht. Nee, ich denke, dass wenn, dann würde es jetzt auch schon längst automatisiert eigentlich passieren. Hätte ich das Gefühl, ich muss in diese Richtung. Aber vielleicht ist da drin irgendwas. Nee. Also, warte mal, R1, kann ich interagieren mit dem Ding? Nee. Okay. Gibt es hier irgendwas Blaues? Siehst du irgendwas Blaues? Rechts an der Seite lang, sagt. Ja, ja. Hier habe ich es ja eben auch schon. Runter vielleicht, da klein rein oder so? Auch nicht? Nee. Das glaube ich auch nicht. Bänder zerschnippeln. Alles gute Ideen. Erstmal ja, ich glaube, Bänder zerschnippeln ist eine gute Idee. Erstmal auf alles einschnippeln im Zweifel. Verdammt, aber das war so eine gute Idee. Aber ist lustig, andere Leute hingen auch an der Stelle fest. Okay, also ich würde vermuten,
Man muss sich hier droppen lassen irgendwo und dann da unten lang. Frage ist, viele sagen springen und klettern, einige sagen rechts neben dem Schild. Aber es sieht auch von beiden Seiten eigentlich gleich das ist dämlich aus. Vielleicht kannst du einfach, kannst du jetzt hier einfach hochspringen und dich dran halten. Nee. Ja, doch, das hat geklappt. Okay. So, und dann direkt wieder ein höher. Okay. Na, ist hier jemand, den wir überfallen können? Nee. Hallo Leute, ich bin's, ein Jedi. Ihr denkt vielleicht jetzt. Du musst theatralisch dein Schwert jetzt schon mal. Nein, jetzt muss ich. Okay, das sieht nicht heldenhaft aus. Ah, guckt euch das an, was ich mit euren Buddies mache, ey. Direkt Frührente. Bleibt zurück, ich schaff das. So fühlt sich das richtig an. Gut, die Macht strömt durch mich. Aber es gibt kein Loot. Ist dir das aufgefallen, Simon? Ist mir positiv aufgefallen, ja. Ratsch. Geh nach vorn, halte den Zug auf. Hast du das zu sich selbst gesagt gerade? Na, das sieht mir doch nach Klettern aus, aber. Nee. So richtig so mit Deckung und so ist eigentlich noch nichts. Oh nein! Hochdeckung. Schon erste. Sprinten! Zwischen den Seiten nach vorn. Jetzt! So ein Laserschuss, komm. Der ist hier. Ich bin bereit. Ja. Oh, ho, 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 ho. Das war die Kopplung. Hm, warte mal. Was ist das? Ah, hier, okay. Autsch, autsch, autsch. Boah, das ist so krass Uncharted. Das ist so krass Uncharted. Es ist halt exakt wie Uncharted, aber ich muss sagen, das funktioniert aber auch. Ja. Boah, ich meine, sowas hier. Das ist übel. Ich kann nur rauf. Das kommt doch von oben. Gib einfach auf, Nils, komm. Nein! Werd Händler oder so. Mach einen Kiosk auf, irgendwo da an der Ecke. Okay, Zwischensequenz. Oh, genau. Das wird abgeschossen, ja. Wir holen dich, sobald es geht! Okay. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit gewesen, ja, vielleicht. Also jetzt! Ja. Jetzt vielleicht. Nein, erst ein bisschen klettern. Man könnte noch kurz, man könnte kurz sagen, der Hauptdarsteller, das haben viele im Chat auch erkannt, ist von Shameless, also der die Figur oder die Grundlage, der Schauspieler, der als Grundlage dient. Was eine super Serie ist, die ich sehr empfehlen kann, Shameless. Gerade die gibt eine UK-Version und eine US-Version, glaube ich. Ich meine in dem Fall die US-Version. Und er hat, spielt auch den Joker, Alter, in Gotham. Also echt guter Mann. Wusste ich gar nicht, dass er hier seine Gesichtszüge leiht. Mhm. Du-du-du-du-du-du-du-du.
Ich bin so krass im Sekiro-Mode noch, dass ich immer mit R1 blocke. Das muss ich mir gerade ganz krass abgewöhnen. Ich sage, das ist hier alles bei dir in guten Händen. Das Laserschwert ist bei dir in guten Händen jetzt. Weißt du, du bist schon Samurai. Du musst nur dich an die neue Waffe gewöhnen. Wir müssen dranbleiben. Hol die an uns. Die mit ihrem dämlichen Elektrostab. Das macht mich wirklich wütend, dass Disney das einfach etabliert hat als eine würdige Waffe gegen ein Laserschwert. Ja. Ist es einfach nicht. Ist es halt einfach nicht, Leute. Hört auf damit. Elektroschwert. Was, wieso kommt er denn nochmal zurück? Dann muss ich da rüberspringen und noch mehr. Was geht das nicht? Nein, Chat, damit werde ich nicht leben. Das müssen wir, da wäre mal ein Boykott angebracht. Ich muss mal hier heilen, ey. Gar keine Help mehr. Ja, okay, der Chat sagt zu Recht, dass das Vibro-Klingen sind und die gab es tatsächlich schon seit KOTOR. Okay. Aber ich finde, hier sehen die anders aus als die Vibro-Klingen. Okay, 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 okay. Und jetzt? I don't know. I don't das know. Mit dem Abholen meinen die aber nicht wirklich ernst. Yes, baby! Alter! Yes, baby. Der Zug endet irgendwann. Ja, da holen die mich jetzt ab, da sind sie ja. Jetzt muss ich genau, richtig schön reinschlurpen. Spring! Die Macht. Alle haben es gesehen. Nein, die alle haben gesehen, wie knallhart du daneben gesprungen bist. Nein. Alter! Ich hab die Macht. Naja, gut, ist eh egal, ne? Au. Au, Mann! Oh, der Arm! Tut dir doch alles weh. Au. Okay, okay. Oh nein, das ist die Schurken. Gibt's schon den ersten Endkampf oder was? Die wird uns jetzt richtig niedermachen. Schwede. Wohin des Weges? Sie hat schon ganz schön cool. Weil sie hat auch dieses Doppelschwert, ne? Ich kenne diese Haltung. Ja. Die Darth Maul. Ja, genau. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Aber sie hat so einen grünen Zirkel dran. Kann man einen perfekten Kreis zeichnen. Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Das wird dein letzter Schlag. Alter. Ah, okay, der Balken ist die Deckung. Oder die Blockade-Power oder so. Du machst das gut, einfach weiter, bis der Weiße weg ist. Tja. Wir haben nämlich Plot-Armor. Und coole Freunde. Sind es denn Freunde? Warum sind die überhaupt da? Das ist der Widerstand. Aber eigentlich müssten die uns egal sein. Umgekehrt, meine ich. Glaubst du, sie ist humanoid? Oder ein Alien? Unter der Maske. Frage. Alien fände ich eigentlich geiler. Ja. Also ich meine, sie sieht schon sehr humanoid aus. Also sie ist auf jeden Fall humanoid aufgrund des Körperbaus. Vielleicht ist es ihr Kopf. Also vielleicht sieht der einfach so aus. Alter, schieß die alle doch mal ab, Mann! Puh. Das gibt's ja nicht. Damit kannst du nicht mehr ins All fliegen mit so einem Stück. Ja, oh, Mann, Alter! Ey. Oh Gott, oh Gott! Alter, wie krass sie ist. Oh, okay. Ich hab da auch Jedi-Kräfte. Weil fliegen kann sie ja nun nicht, ne? Also so dauerhaft. Der soll mal sein Schwert ausmachen. Alter, ey. Kurt Backenbart. Pilot. Kurt Backenbart hat uns gerettet. Guck dir das an. Der ist der Beste. Er ist wirklich okay, super. Schalt das Ding aus und setz dich hin. Das wäre echt eine gute Idee. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Greased Dritus. Ist mir ein Vergnügen.
Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also, wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Das war doch bisher. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Und befriedigend auch. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner. Ich liebe ihn. Er ist wirklich der Beste. Okay, also das ist ja schon so ein bisschen der Aufgalopp jetzt hier gewesen und der war sehr bombastisch inszeniert. Oh ja. So mal als Zwischenfazit, visuell ganz stark, wirklich sehr smooth Übergänge. Klar, am Anfang war es Tutorial, aber wirklich echt, es erinnert mich total an Uncharted von der Inszenierung und das ist ein Kompliment, weil Uncharted ist das krasseste Inszenierungsspiel, was es gibt. Und das ist einfach, sie lassen da wirklich keine Atempause, genau. Immer kommt noch was und ja. Wenn du denkst, okay, das war jetzt eine krasse Sequenz, dann spielen sie wieder mit der Kamera und du hängst plötzlich draußen am Zug und siehst die Geschwindigkeit, mit der ja. Alles vorbeirauscht. Also sie wissen einfach echt, vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch ein Sieg der Levelarchitektur. Wenn sie es einfach schaffen, den Level gut zu bauen und die Kamera immer anzupassen, das ist schon die Hälfte der Miete. Ich bin, wie gesagt, nicht begeistert von dem, darf man jetzt reden? Ich weiß nicht, ja, es ist eine Zwischensequenz. Ich bin begeistert von dem, nicht begeistert von dem Schwert, aber ist okay. Er spielt zu deinem Fazit? Ja, wenn überhaupt, ist es ja nur ein Prolog-Fazit. Coole Kamera, coole Klänge. Ed Sheeran. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Was? Aber ein Jedi, immer Jedi. Was sagen? Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jarrod T'Porn. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. No. Merke jetzt wieder, wie viel Bock ich auf einen neuen Film habe, dass wieder einer kommt. Auch wenn ich mich danach vielleicht aufregen muss.
Das Schiffdesign ist auch wirklich bemerkenswert. Kommt ja bald einer jetzt demnächst. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich glaube, ich bin einer der wenigen. Ne, ich freue mich auch mal. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Ich habe schon eine Karte. Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Wer kann das sein? Vielleicht unser Meister? Meinst du, unser Meister lebt noch? Der seinen Tod nur vorgetäuscht? Und jetzt geht's wieder 1 zu 1 in die Spielwelt über. Oh, ich wollte nach einem Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht sie dann mich? Wir haben Fertigkeitenpunkt erhalten. Wie werde ich den dann. Ach, guck mal hier, so kleine Pinöppel da dran. Oh, süß, guck mal. Oh. Ah, ich mag's. Dass sie sich für solche Sachen dann auch Zeit nehmen. Ja. Na, das sind so Kleinigkeiten, die halt die Lebendigkeit der Welt ausmachen. Ob sich etwas steril anfühlt oder belebt. Weißt du? Und das ist schon echt nice. Oh, die kleinen süßen Munchkins. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ja, guck mal, das. Nur konzentrieren. Okay, wir meditieren jetzt hier mal. Und werden wahrscheinlich jetzt. Oh. Oh, speichern. Ein Speicherpunkt. Und wir alle wissen, wenn man speichert, dann gibt es ein Random Event. Und das heißt Super Commercial Event. Und das führen wir jetzt mal aus. Dann sind wir gleich wieder da. Dann gucken wir uns mal an, was sich mit diesem Fertigkeitenpunkt so alles anstellen lässt. Und vielleicht vorab noch, um das Fazit noch mal zu beenden, cineastisch und inszenatorisch haben wir es abgegeben. Das hast du natürlich auch alles gesehen. Das Kämpfen, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine arcadige Version von Sekiro. Mhm. Also es ist auch so, wenn du im richtigen Moment blockst, dass du so eine Parade machst. Das habe ich ja auch ein paar Mal probiert. Ja. Das ist eigentlich bei allen Attacken so, bei den Schussattacken, wenn du da das Timing stimmt, dann fliegt der zurück, der Schuss. Und wenn sie auf dich einschlagen und du machst Parade, dann sind sie kurz gestunt und so weiter. Also das muss man von Anfang an, glaube ich, reinkriegen einfach, dass man das immer benutzt, um das Timing direkt zu üben. Und Schlagen ist bislang nur wirklich Spam der X-Taste. Hm. Also das ist Da gibt's noch keine. Gibt's ja auch noch keine Differenzierung groß oder noch keine großen Kombos. Das wird sicherlich noch irgendwie kommen. Und was natürlich jetzt ein bisschen so FSK 12 ist, ist das Gegner-Feedback auf die Treffer. Ne? Also habt ihr ja selber gesehen, die man verschnetzelt die nicht. Die Art, wie du es ausdrückst, ist eigentlich besser als meine. Ja. Warum zerschnetzelt da nichts? Das Trefferfeedback, ja. Ja. Naja, aber wir verstehen warum. Und es ist, viele im Chat haben sich auch gefragt, ob es vielleicht nur die deutsche Version hat, aber nein, haben alle Versionen. Mhm. Also das ist so. Ich persönlich erwarte da relativ schnell eine Mod. Für Disney ist es halt einfach die einzige Möglichkeit, sag ich mal, das allen anbieten zu können. Ne? Ja. Ist ja klar. Angeblich soll es bei Monstern oder Robotern, nehme ich an, wird es funktionieren bei Druiden. Also, dass man eben Körperteile abtrennt. Es ist einfach eine wichtige Waffe, offensichtlich eine sehr wichtige. Und damit, dass man eben jetzt scheinbar nicht alles damit zerteilen kann, ändert man eben die Regeln, die man gelernt hat. Das ist so ein bisschen das, was mich daran stört. Aber ich will weiterspielen. Ja, das werden wir auch machen, gleich nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Kanal durchgenommen. Star Wars Jedi Fallen Order. Herzlich willkommen zurück. Wir spielen weiter hier. Unser Speicherpunkt, ne? Speicherpunkte findest du überall auf Karls Reise. Karl L. Zack. An Speicherpunkten kann sich Karl ausruhen und Fähigkeitenpunkte in den Erhalt neuer Fähigkeiten investieren. Auch das erinnert mich sehr an Sekiro. Ne? Ja, aber es gibt auch eine Welt vor und nach Sekiro. Das stimmt. Öffne den Fähigkeitenbaum, um sie zu benutzen. Das machen wir natürlich gerne. So, guck mal, Simon, jetzt können wir uns was Schönes aussuchen. Der Überkopfhieb.
Ja, das ist ja schon wichtig auch, dass man sich diese ganzen Movesets zusammenkauft. Ich kann aber nur den hier nehmen. Mit Y. Bam. Ah, siehst du, da ist das, da ist, und dann aber nicht. Bei dem nicht, ne. Ja. Bei dem. Ja, man sieht schon den Unterschied, ne, so eine andere Spezies ist halt nicht so viel wert wie. Ist ja nicht so stark. Mensch, das ist eigentlich die falsche Lehre, weil eigentlich ist ja die Lehre die, dass jedes Lebewesen gleich gestellt ist, egal wie es aussieht, wo es herkommt. Und damit, finde ich, wird so ein bisschen gebrochen mit diesem. Ich weiß noch, dass mir Hannes, du kennst ihn natürlich, ihr vielleicht auch, damalig bei Giga der größte Star Wars-Fan, den wir da hatten. Und bekannt primär dafür, arbeitet ja heute auch bei LucasArts. Ich warte noch mal. Oh. Oh. Piep, 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 piep. Hey, BD1. Ich bin Cal. Wie viel kostet der? Will den haben? Ja, mir geht's gut. Ich bin nur. Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Verrät der gerade seinen Boss? Hast du das gehackt? Danke. Ich meine, vielleicht will der alleine bleiben. Stell dir mal vor, du hast irgendwie ein Tier, so ein Hund, der irgendwie die Einbrecher. Nein, Moment, ihr nicht die Garage. Ihr müsst hier, ist der heiße Scheiß. Das ist naja. Eigentlich wollte ich nur sagen, da. Das wird heute nichts mehr. Dort ist der, den ich finden soll. Da, guck mal, das Krokodil. Edaphosaurus. Ah, die Map. Neues Ziel zur Route. Erreiche das Gewölbe. Okay. Aktivieren wir auf der Autokarte von B1 angezeigt. Danke. Okay. Sieht die aus, aha. Wie viel Autokarte? Bewegen, zoomen, drehen. Wiep, wiep. Was brauche ich noch? Bewegen. Okay. Gut. Ihr beiden Orientierungs-Genies werden da sicherlich keine Probleme mit haben. Und erforschte Wege und wichtige Landmarken. Gibt von Hannes gab es diese Theorie, dass der Imperator im Tiefen seines Herzens rassistisch ist, weil es keine oder kaum, oder mir fallen zumindest keine ein, Aliens auf, sag ich mal, auf seinen Schiffen gibt. Du siehst immer nur Sturmtruppen. Du siehst, wenn, dann sind es Admirale und so, sind immer irgendwelche Menschen. Du siehst nie Aliens in einer verantwortlichen Position auf den Schiffen des Imperators. Ja, eindeutig, und auch keine Frau. Ist dran. Weiß ich nicht. Hab ich jetzt, das stimmt nicht, weil sie ist ja auch eine Frau von der. Ja, aber das ist auch jetzt neue Interpretation. Das ist jetzt eigentlich neu, ne? Was ich sagen will, ist, das ist ein alter, weißer, mächtiger Mann. Und die Zeit ist abgelaufen. Fantastisch. Okay, also, was ist denn meine Taste für. Beginner Deluxe sagt, Darth Maul ist kein. Stimmt, Mensch. Das stimmt. Ich weiß gerade nicht. Aber Darth Maul wurde ja auch nicht von dem Imperator ausgebildet. Ne? Aber egal. Kein Doppelsprung, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Saalrutsche? Wie hast du das gewusst? Also Füchse. Halt. Hast du nicht? Ah, das Vorsicht, da drüben! Doch, wurde er bei Palpatine? Oh Mann, ich genau muss mir nochmal die alten angucken. Au! Oh, der will die Kleinen essen! Die Süßen! Die sind ja auch in seiner Wohnung. Ja, jetzt bin ich gleich. Jetzt kannst du endlich mal das Laserschwert benutzen. Ja, guck mal, die kann man richtig geil zerkleinern. An. Willst du auch noch irgendwas? Ob ich auch ausweichen kann? Ein bisschen. Okay. Das ist jetzt schon. Ah, gut. Kleine Schleimwürfer. Schleimwürmer kann man ohne Probleme. Hm. Nils muss man nichts sagen, der weiß das alles. Tja. Das war ziemlich mutig. Alles okay? Oh nein, das ist blöd. Ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh. Schon gut. Oh Gott, ich liebe ihn jetzt. Ich vermache ihm mein ganzes Vermögen. Ja, er ist wirklich kriegt die Rocket Beans-Anteile. Schön. Der Scorn-Anschluss ist kaputt, aber das wird uns für den Moment reichen. Ja. Okay, versuch's.
Geil. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. Ja, da habe ich doch hier schon mal irgendwas Lichtschwert anpassen. Ah, guck mal, Simon. Ah, geil. Das ist ja geil. Farbe? Blau oder grün? Ja, bleiben wir jetzt mal bei Blau. Blau, oder? Bänder. Was hatte... Luke hatte grün, ne? Ich glaube, er hatte verschiedene. Er hatte erst das von seinem Vater. Und dann... Oder das von... Nee, nicht von seinem Vater. Später dann, ne? Ja. Mit dem wurde ja verbrannt, der Vater. Also, er hatte zwei verschiedene. Aber ich könnte dir gerade nicht sagen, aus welchem Grund er eigentlich gewechselt hat. Ach, das wurde ihm ja mit der Hand abgehakt, deswegen. Mhm. Da hat der Imperator nicht nur die Hand, nee, das wäre der, nicht nur die Hand genommen, ne? Auch das teure Lichtschwert. Aha. Ist doppelt ärgerlich. Unglaublich. Okay, so. Das ist denn hier nur so ein Raum, wo man dann hier so rumschwärmt. Okay, also, das erste war vom Vater. Dann hat der Vater ihm das aber abgetrennt, weil er wahrscheinlich nicht gefragt wurde, ob der das haben darf. Mhm. Wie ihr seht, wenn ihr Fragen habt zu Star Trek, haut uns an. Wir wissen alles. Klar, wissen Data, R2-D3. Einfach alles. Lichtschwertfarben. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Ja, aber das haben wir gerade schon gemacht. Das weiß ich doch. Weißt du noch unsere Nerd Rage-Kollektion, die wir leider nie veröffentlicht haben? Ja. Mann, ey, wir hatten so geile Sachen. Spock und dann May the Force be with you und nur so Sachen. Haben uns nicht getraut am Ende, die zu releasen. Aber das Arbeitsthema war Nerd Rage. Ja. Das unveröffentlichte Meisterwerke. Ah, was ist hier? War zu erwarten, aber ich glaube, das Spiel wollte das auch von mir. Er gibt dir jetzt einen Elektroschock. Ja. Ja, er ist nämlich auch ein Defibrillator. Er heißt auch Defibrillatorsten. Ich finde das gut. I like. Eine Heilungsstimme. Du bist voller Überraschungen. Der hat dir Drogen gegeben. Echt? Das ist ein Junkie-Enabler. Durch den Lederpanzer. Und durch den, genau, durch den Panzer und die Klamotten. Und auf ein neues. Will er ihn jetzt? Also, ich bitte dich. Okay. Hier. So. Komm an Bord. Ich glaube, den können wir jetzt häufiger mitnehmen. Ein furchtbar anhänglicher kleiner Mann. Ja, wirklich wahr, aber er wird uns noch helfen. Wie kommst du hierher? Nice. Das weißt du nicht? Vergessen die Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Ah, guck mal hier. Ah, so kriege ich. Ich habe mich eben schon gewundert, okay, wie kann ich denn diese tolle Karte überhaupt anwenden? So kann ich die anwenden. Aber bislang ist es natürlich relativ linear. Es gibt ja auch keine Kisten oder so. Guck mal, also man kann ich frage mich suchen, auch, ne? wie offen es noch wird. Ah. Also mehr als Open Schlauch sollten wir nicht erwarten. Ja. Oh, was machen wir? Aha. Was ist das, BD1? Neuen Sender erhalten. Rocket Beans TV. Ah ja, guck mal, das ist doch gut. Also ein bisschen Blut gibt's, man kann das Lichtschwert ein bisschen individualisieren. Oh. Hopster fragt, wieso kann man RBTV auf Twitch nicht mehr mit dem Prime-Abo abonnieren? Weil wir eine Multikanal-Strategie fahren. Genau. Und deswegen nicht nur bei Twitch sind. Und wenn man nicht nur bei Twitch ist, dann ist das nicht möglich, leider. Ich empfehle dir den Rock Beans Supporters Club. Ganz genau, denn... Einmal täglich spenden? Ja, so sieht das aus. Ach, guck mal, unten kann guck dir das mal an, da findest du vielleicht ein paar Infos bei uns auf der Seite. Genau, wir dürfen nicht mehr monetarisieren bei Twitch, so sieht es aus. Guck mal, aber dass das nicht irgendwann auch mal... Ich will mal jetzt gucken, was ich da jetzt Geiles eingesammelt habe. Und zwar haben wir einen neuen Sender. Bam. Okay. Guck, das ist der... Achso. Das ist der alte. Oh. Das ist einfach, glaube ich, einfach eine reine optische Spielerei, oder? Ja, war schon cool. Ja. Wenn man sich sein eigenes Lichtschwert baut, davon träumt man doch.
weiß noch, wie ein Freund von mir lange, lange Star Wars Galaxies, den quasi das WoW Star Wars Universum gespielt hat. Und er war wirklich sehr, sehr lange in diesem Spiel drin. Und am Anfang war es eben noch absurd schwer und hat unglaublich lange gedauert, sich ein Lichtschwert zu bauen, am Ende ein Jedi zu werden. Du musstest erst noch ganz viele Dinger immer finden, ganz viel Loot finden, Spezielles. Und es hat wirklich mega gedauert. Und irgendwann wurde es sehr einfach. Und dann ist, all diese Leute sind voll abgesprungen, weil plötzlich jeder war Jedi. Und du hattest quasi keine, es hatte keine Mühe mehr, du hattest keine Arbeit mehr. Fand ich interessant, weil damit haben sie sich eigentlich irgendwie mehr geschadet. Aber gleichzeitig haben sie halt mehr Leute dann gespielt. Nur die Hardcore-Fans hatten sie dann verloren. Ja, das ist aber auch lame. Naja, aber du willst doch auch Jedi werden, ne? Ja. Bin ich 100, okay, 100 ja, aber ich würde jetzt nicht 500 Stunden investieren, nur damit ich das dumme Lichtschwert endlich hab oder so. Also, bei dem WoW, oder machst du es ja mehr oder weniger automatisch, ne? So viel Zeit. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Finden wir. Schließ die Holocard, wenn du bereit bist, zum Fortzufahren. Das mache ich sehr gerne. Ja, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite, als jemand, der auch jetzt nicht so mega viel Zeit hat, quasi da 1000 Stunden zu versenken, verstehe ich das natürlich. Kann ich hier eigentlich hochkrabbeln? Das sieht so aber du würdigst natürlich den Wert der Arbeit, die man da reinsteckt und so. Das finde ich ja auch gut. Und aber naja. Für die Leute, die da so sich da, das ist ja, das finde ich dann schon. Jeder will Jedi sein. Das ist einfach das Ding. Klar, natürlich so. Wieso kann ich da nicht hoch? Wobei ich immer noch ein Spiel gut fände, in dem man halt wirklich einfach nur in diesem Universum normale Jobs hat. Also jetzt nicht normale, aber zum Beispiel Kriminelle. Ja. Ich finde immer, ich hatte lange, während du überlegst, erzähl ich mal, hab schon lange, seit 10 Jahren oder so, diese Idee in meinem Kopf ist das ein sehr guter Tarantino-Film mit Star Wars-Lizenz. Und zwar halt irgendwas mit einem Gangster-Setting, nur halt, dass da ein Jedi, ein abtrünniger Jedi reinkommt, der allerdings nicht, der ist weder Sith noch Jedi, der hält von diesem ganzen Shit nicht viel. Assist. Aber der hat halt, ja genau. Assistent vom Sith. Also ich glaube, das wäre cool. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Vielleicht geht das auch nicht, dass es neutrale Jedis gibt oder. Aber ich find's bescheuert, dass du immer bei den Guten oder Bösen sein musst. Warum denn nicht mal Grauzonen-Jedi sein? Graue Jedi. Ich wette, die gibt's auch in der Expanded-Geschichte. So. Ja, da könnt ihr doch mal was sagen. Ihr seid doch so smart. Gibt es sowas wie graue Jedis? Unentschlossene Jedis? Da kam ich gerade her, ne? Hm, gibt graue Jedis. Siehst du? Echt? Hab ich nur nicht mal was? Natürlich! Natürlich, Simon! Hast du denn nicht Expanded Universe Folge 83 gelesen? Kann ich den nicht anwählen? Tschüss. Tschüss. Das findet er gut. Der Android. Oh, da freut er sich. Wo willst du hin? Oh. Hast du was gefunden, BD1? Neues Poncho-Material. Yay! Pause-Menü. Kann ich einen neuen Poncho? Guck mal. Du hast aber einen Drecklappen gefunden. Der ist zu auffällig. Dann den hier. Ja, das sieht aus wie die Wand. Ja, findet er gut. Das ist doch gut. Schön Poncho. Poncho, Poncho. Oh, da muss ich auf die Liane schwingen. Gibt's wieder irgendwas Geiles? Ach so, hier kann ich jetzt speichern. Darth neutral. Darth neutral. Ruhst du dich aus, respawn deine Gegner. Es ist tatsächlich wie bei FromSoft. Es ist trotzdem kein Dark Souls. Nein, ich weiß. Ich will nur sagen. Als jemand, der so viele FromSoft-Spiele durchgespielt hat, muss ich ständig Referenzen ziehen. Sonst bin ich nicht glaubwürdig. Ja. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Reise zum Gewölbe. Ja, das kann man ja einmal sich jetzt mal spaßeshalber angucken. Durch die seltene. Ja? Nein, nicht hier. Ich muss nur lachen, weil die Leute sich darüber aufregen, dass wir halt nicht die Mega-Ahnung haben von Star Wars. Was eigentlich lustig ist, weil wir sind schon Star Wars-Fans, ne? Aber ich sehe es dann. Ich sehe es nicht so schlimm. Was wissen wir denn nicht? Was ist es denn? Es ist ja auch unwichtig, ne? Was wir nicht wissen, ist nicht wichtig. Was ich sagen will, ist, dass wir irgendwie so es zu Star Wars aufgenommen haben. Ja. Wo keiner hin wollte. Keiner wollte mitmachen, weil natürlich alle sind super krasse Superstars, weil jeder kennt sich aus, niemand möchte was Gemeines zu Star Wars sagen. Oder was Falsches. Und ich habe mich gemeldet. One for the team. Und ich bin erschreckt über meine Unkenntnis, muss ich sagen. Aber das mehr irgendwann bei irgendwie so.
Warte, ich bin doch hier geswaffelt. Wollt er nicht? Der dreieugige Berserker. Ja, ein Auge mehr als du, klar. Wiederherstellen. Wenn du stirbst, verlierst du alte seit deinem letzten Fähigkeitspunkt die alten XP, EP. Ach, erst, das ist ja frech. Wie mir eine Chance, die du dich besiegt hat, um deine verlorene EP zurückzuhalten. Das ist ja so lustig. Okay, es ist ja wirklich amüsant. Es hat so ein bisschen wirklich jetzt typische From Software-Elemente, muss ich zugeben. Spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Wieso wollte er denn sich eben nicht swaffeln? Zum Glück habe ich in weiser Voraussicht kürzlich abgespeichert. Weiß mal wieder diesen Smooth Move. Smooth Move. So, den. Was? Der andere ist auch noch mein. Oh. Ach, come on! Ausweichen ist noch nicht Star Wars. Das Movement ist noch nicht so smooth. Wie bei Sekiro. Das sind die richtigen Werte. Vielleicht. Nehmen wir aus. Wir spielen übrigens, für alle, die später dazugekommen sind, den zweithöchsten Schwierigkeitsgrad: Meister oder sowas. Gibt's noch Jedi-Meister oder irgendwie so. Also es gibt 4 Schwierigkeitsgrade, wir spielen den zweithöchsten. Moment, ich dachte, wir spielen auf 3 von 4. Ja, 3 von 4, okay. Den zweithöchsten. Ja, okay, super. Ja. Das stimmt. Aber trotzdem muss man da erstmal nachdenken jetzt. Das will ja niemand, ne? Einfach zu smart formuliert. Kannst nicht wie wir alle reden. Hui. Ein richtiger Mittelboss. Langsam, oder dich schnell neben zu Boden geworfen wurdest. Oh. Stimmt, sofort. Das stimmt was nicht. Ja, es ist schwer, ne? Dadurch, dass es keine wirkliche Waffe ist, mit der du angegriffen wirst, ist es schwer zu erkennen, wann man was machen muss. Ja, komm, er muss aber zuhauen. Ja, Mann, richtig so. Oh oh. Oh oh. Alter, der ist ja auch noch da! Kann nicht mehr mich heilen. Okay, mach das erstmal. Ich wollte die Zunge abtrennen. Hat nicht geklappt. Oh, come on, dude! Aber das, du kannst ihm wohl die Zunge abtrennen. Das Movement, ja, wenn ich ihn verlangsame, in dem Moment, wo er die Zunge schießt, einfach zur Seite und Zunge ab. Das war der Plan. Ich habe ihn aber schlecht ausgeführt. Kleiner Tipp von Trigger. Tipp für alle, das Spiel ist im monatlich kündbaren Abo-Service von EA enthalten. Ja. Nennt sich Origin Premiere. Man kann es also für 15 Euro in einem Monat durchspielen. Das ist an sich ein guter Deal, ne? 15 Euro, das ist ein Spiel, kannst es auf jeden Fall durchspielen, direkt kündigen. Ja. Das mache ich immer bei Amazon so. Ja. Ab und zu immer mal einen Gratis-Monat, dann kannst du dir die paar Serien, die neu haben, durchgucken. Oh, das lass ihn doch erstmal das andere killen. Das ist nicht so gut. Ja, der kann ihn so immer so schön noch ablenken dann. Oh, du musst ja auch nicht mit ihm kämpfen. Ne? Das will ich jetzt auch aber. Jetzt bin ich aber. Ja, jetzt habe ich aber die Nase voll. Was? Scan? Hä? Gute Arbeit. Oh, Bockratte. Ja, jetzt habe ich ja meinen Shit wiederbekommen. Warum denn eigentlich? Wo ist denn jetzt das Riesenvieh? Ist das da irgendwie runtergefallen? Kann das sein, dass es beim Kampf gegen das andere Vieh da runtergefallen ist? Kann sein, aber es ist ja scheinbar nur ein Standard-Mob, ne? Ja, aber es ist trotzdem lustig, dass der sich selbst umgebracht hat. Findest du das nicht ein bisschen lustig? Ja! Lustig. Gut, so, was haben wir hier? Was haben wir hier? Das geht zu tief runter. Aber da müssen wir natürlich auch irgendwann nochmal hin. Das ist wahrscheinlich ein schöner Aufzug. Hier können wir auch eine Plattform runterklappen, vermute ich. Ich sehe nach. Kriegt's nicht zum Laufen.
Vielleicht mit einem gehörigen Schwerthieb. Nee. Okay, dann kann ich da wahrscheinlich auch nicht. Dann da hinten die Ranken hoch. Ja, das Ausweichen hat mir noch nicht so gefallen, muss ich sagen. Ja, schwer zu timen. Aber du wirst ja nicht immer gegen diese Kröten antreten. Nee. Vielleicht geht's je nach Feind besser und schlechter. Du musst dich nicht ausruhen, um deine Fortschritte zu speichern. Ja, das ist gut. Ja, ich will mich jetzt nicht ausruhen. Ach, da kann ich gar nicht lang. Jetzt hätte ich aber auch gedacht, doch, das ist für einen Wallrun gedacht. Ja, das ist ganz sicher. Jetzt kannst du nämlich auch wieder hochlaufen und dann. Doch, doch. Aber das hat er mir noch nicht erklärt, wie das geht. Ja, gut, vielleicht kannst du es auch noch nicht. Vielleicht ist es irgendeine Force-Kraft, aber. Ja. Wir unten schon drin. Doch, das war ganz am Anfang, ne? Nee. War das der Anfang, als wir davon durchkamen? Nee. Da kann ich dann so rüber. Probiere ich das mal. Also gegen. So, wie komme ich denn jetzt am besten da nach unten? Ich schätze mal so völlig runter, oder? Geh erstmal ganz hoch. Vielleicht von der anderen Seite kommt man wahrscheinlich noch. Da in diese Kiste ran. So. Okay. Aber hier. Sieh da so ein. Es gibt hier keinen. Diese Dinger sind schon zu hoch für mich. Das ist ja lustig, dass man echt nicht so ein. Jedi Jump. Was ist da oben denn geiles, leuchtendes? Hier komme ich dann tatsächlich nicht weiter. Und diese Dinger. Da kann ich auch nicht dran. Sehr komisch. So, wie kann man jetzt mal bitte. Hallo? Oh! Was soll denn das eigentlich sein? Wie so ein Wombat-Rad. Ja, ja, da war ja gerade auch so ein Eintrag. An der Wand klettern. Arafisch. Sagt der Chat. Neue Terrariumsamen erhalten. Ja, okay. Sehr schön. Und dann gut, haben wir hier mal ein bisschen aufgeräumt. Oh, da geht's auch nicht weiter. Ah, da komme ich nicht hin. Geile Viecher. Die waren lustig. Fischechsen. Oh, hier, das sieht alles aus so, na, wie so ein Wallrun, wie du es auch gerade gesagt hast, aber. Ja, so, ne? Da gibt's ja einen. Nee, dann. Siehst du was da drin? Das da? Guck mal. Ja. Er spürt die Macht, oder? Das spürt er. Da, jetzt kommt das. Guck mal, siehst du? Hast du gerade die Dinger gesehen? Ja, ja, jetzt kannst du. Jetzt kann man das wahrscheinlich üben, ne? Okay. Genau, mach es wie die Salamander. Ja. Oh. Versuch's erneut. Ah. Es ist schwierig, Meister. Er erinnert sich. Der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Das ist kein Problem. Ah!
Okay. Aha. Laufe und springe auf zerfurchtete Wände, um daran entlang zu laufen. Ja, das ist doch kein Problem. Siehst du ja doch sein Padawan-Zöpfchen. Nochmal. Jetzt komm her zu mir. Okay, Kollege. Da hättest du. Naja, doch nicht. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündet. Lauf auf. Ich erinnere mich an alte Tricks. Ah, ja. Ah, geil. Dann machen wir das doch einfach mal. Ich erinnere mich! Tot. Ja, warte mal. Na, jetzt geh halt nochmal ganz zurück und mach das einmal schnell. Komm ich da? BD1. Links rum, ja. Dann drückt man den Stick so doll rein, dass einem der Daumen richtig schmerzt. Ja, der berüchtigte Gamer-Daumen. Der Gamer-Daumen. Herr Bomhoff, Sie haben Gamer-Daumen. Diagnose, Gamer-Daumen. Schock oder Chance. Man, ich sehe so einen Werbespot, wo man Leuten irgendwie so eine kleine Binde oder irgendwas verkauft, so was man da so, wo man Gamer-Daumen vorbeugen kann oder so. Was den Knochen schont oder den Muskel. Ja, so ein kleines Silikonpäckchen. 15 Euro. Ja. 15 Euro für dieses kleine Silikonpäckchen. Ja. Wenn der Daumen erstmal abgeschraubt werden muss, dann wird's teuer. Guck mal, mein Freund, jetzt sind wir nämlich hier. Da mal eben auf der anderen Seite. Jetzt sind wir hier auf dieser Seite. Das freut mich. Da könnte man hoch. Richtig hoch kommst du doch nicht. Nein, ja. Du kannst nur die Wand entlang, oder? Ja, aber hier, ach, warte mal, vielleicht da oben, ne? Da oben, genau, ja, ja. Da war doch was. Ja, das war auch so. Jetzt kann ich jetzt hier lang laufen. Boom! Und jetzt hier rüber. Na gut, hier waren wir schon. Jetzt muss ich noch einen weiter. Ja. Sieht spannend aus. Okay, aber jetzt? Ja, dann schauen wir echt nochmal. Kann es sein, dass du einmal abspringen musst auf den, auf die linke? Stalag. Ja, ja, genau, du musst einmal rechts und dann wie Titanfall, doch. Einfach rechts, links, rechts. Rechts, links und dann nicht, springen. Hab ich auch noch nicht geübt. Ja, das ist aber nur das Wissen, das bereits Gelehrte nochmal neu anwenden. Perfekt, Nils. Du bist Parkour-King, ey. Parkour, ein paar kurze. Die Stadt ist deine Auster. Diese Tasche stammt von Coruscant. Oh. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Mhm. Nice. Eigentlich muss man die sich ja mal durchlesen. Ne? Reise zum Gewölbe, Werkzeug eines Reisenden, das geheimnisvolle Gewölbe. Kannst du dir das dazu angucken? Die Tasche eines Besuchers von Coruscant. Letzteres war wegen des Rates der Jedi seltsam frustriert. Da kann ich aber mein Lichtschwert-Basisangriff verlangsamen. Da kann ich irgendwann. Kann ich das dann irgendwie ändern? Okay. Jetzt da runter und wieder rüber? Oder was? Wieder am Anfang. Ich. Ja, aber das wollten wir ja eigentlich sammeln. Ne? Das ist ja eigentlich. Ja. Richtig. Unten ist noch Loot, sagt der Chat. Das hat der Nils schon gerochen, macht euch da keine Sorgen. Ja, der Raum ist noch nicht zu 100% leer. Ja, da unten ist noch. Fussel aus der Hosentasche eines Feindes. Wert null, ich muss sie haben. Hier können wir erstmal Fähigkeiten vergeben. Genau. Denn wir haben wieder etwas Tolles zu vergeben. So, was wollen wir denn? Smoothes. Mal machen, also über Kopfhieb haben wir gemacht, das nächste ist. Ja, komm, direkt sprinten und ja, du musst schnell Distanz überwinden können. Guck mal, springe während des Sprints um ein Seil über das. Okay, was sind das für Sachen? Machtbestimmung, maximale Macht erhöht sich, auch nicht schlecht. Maximales Leben erhöht sich, auch alles gar nicht so schlecht, aber. Ja, du wirst ja eh alles irgendwann nehmen. Machen wir das jetzt hier. Komm. Erstmal kämpfen. Gedrückt halten. Fump. Achso, das war's schon. Oh ja, geil. Ich mache jetzt wirklich nur noch Spielkäufe von den beiden abhängig. Der Neltran, das würde ich mir gut überlegen. Wieso? Er hat die richtige Idee, wie ich finde. Ich mag so. Das ja auch, dass Leute uns vertrauen. Aber das ist zu viel Macht für uns. Sie würde uns korrumpieren, diese Macht. Ihr braucht schon noch eure eigene Skepsis. Ich kann mich doch fallen lassen mit B. Das sagst du so.
Das ist Quatsch. Das fand ich jetzt richtig kacke. Dass das nicht funktioniert hat. Lecco mio. Ich sehe schon. Lecco ab jetzt nur noch Wände, ne? Ab jetzt normal laufen. Die Wände. Laufen wie 89. Los, komm, mach. Ui! Sehr gut. Ich verstehe nicht, warum ich. Habe ich irgendwie. Da war doch vorhin. Da hieß es doch so fallen lassen, weißt du? Es geht, er macht's aber nicht mehr. Und das macht. Ich möchte jetzt einfach hangeln und dann quasi dann einen weiter. Aber das will er nicht. Und das finde ich irgendwie doof. Ja, es ist dann doch kein Tomb Raider. Und auch kein Uncharted. Da wäre all das definitiv möglich. Ja. Aber. Ja, vielleicht sollst du. Also, wo willst du denn eigentlich? Da ich verstehe nicht ganz. Aber ja. Warum bist du denn so heiß auf diesen einen Scheiß da? Oh, häng. Ja, da. In diesem blauen da. Da will ich hin, wo das so leuchtet. Jemand schreibt, du wärst schon auf dem richtigen Weg gewesen. Vielleicht war das ja ganz gut. Ja, ich dachte, ich muss wahrscheinlich ein bisschen tiefer irgendwie dann laufen. Vielleicht. Irgendwie und dann. Da, oh, das ist da ein Skillpunkt, sagt jemand. Na gut, dann sollte man den schon holen. Aber wenn du den Skill nicht hast für den Punkt, dann. Ja, doch, wir kriegen das schon hin, Simon. Du und ich, wir beide. Ja. Ich will das nochmal einfach. Es muss ja von der Wand sein. Ah, okay. Und dann da so rund, das muss ja eigentlich gehen. Also lass dich vielleicht aber ein bisschen tiefer fallen. Na, wenn du abspringst, dann geht es ja nicht. Meinst du einfach so dagegen laufen? Na, also ich weiß, vielleicht so springen, dass du ein bisschen tiefer landest. Mhm. Ich persönlich glaube nicht, dass es so klappt, aber von oben wirst du da nicht so rankommen. Ja, warte mal, vielleicht von hier und dann ein bisschen. Nee. Aber er hat sich abgerollt. Immerhin. Ja, wir probieren es nochmal. Hm. Ah, nee, warte, falsch. Falsch, Entschuldigung. Ah, dumm. Falsche Wand. Gesmorpht. Ja, Nils. Geiler Typ. Alter, der Loothund, der Alte. Da hat er ihn, den Skillpunkt. In diesem Bereich wurde meditiert. Von jemand, der den Orden der Jedi kannte. Gott. Meditation, ein gut versteckter Meditationsbereich. Wer auch immer hier war, kannte den Orden der Jedi. Guck mal, jetzt haben wir schon 5, 6 und 7. Der Forscher, aber das sind jetzt nicht nur irgendwelche komischen Lore-Sachen sozusagen. Also, weißt du, was ich meine? Dass man einfach. Ja, dafür ist es zu wenig Lore. Ja, wie bei Uncharted, die. Du meinst die Schätze, ne? Ja, es, ja. Ich kann es dir nicht sagen. Ich meine, der Chat hat eben gesagt, das wären Skillpunkte. Kann sein, dass man die benutzen kann dafür. Ja. Werden wir merken. Wir werden sehen. Okay. So, dann lass uns noch mal eben gucken. Wo ist. Ne, hier ist mein Hologramm. Also, pass auf. Wir sind da, wir wollen aber nach da. Das heißt, wir müssen mal langsam gucken. Entweder da, so hier durchs Bergwerk. Hier ist ein Aufzug. Da müssen wir hin. Und damit können wir dann das Seil wieder hoch? Oder? Ja, ich frage mich nur, ob das Seil uns hochbringt eben. Oder ob wir. Aber ja, es sieht wie der einzige Weg aus. Wir sind irgendwie schon. Also, oder? Da ist dieses Wasserbecken. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Das ist auch die falsche Richtung wahrscheinlich. Also oben wieder raus, würde ich annehmen, ne? Da ist eine Wand oder kommen wir hier da unten auch? Rechts wieder hoch und dann da raus. Da ist doch, ach, da war auch, war da nicht auch irgendwas? Okay, also, warte mal. Oder geht's hier weiter? Nee, da kamen wir ja her. Okay, dann mal wieder bis ganz nach oben, wo diese andere Öffnung war. Hier rüber. Oder? Jetzt können wir nämlich hier lang laufen, weil wir diesen Skill erlernt haben. Na endlich. Na endlich. Eine kleine Was ist es? Lichtschwertschalter. Mut und Weisheit. Ja, ist doch schön. Nehme ich.
Und jetzt hier auf den Aufzug. Das müsste dann der Aufzug sein, ja. Ha. Abkürzung. Guck mal, siehst du? An was erinnert mich das denn alles? Wo gibt es denn, in welchem Spiel gibt es denn sonst noch Abkürzungen? Guck mal, da hinten gibt es was Geiles, da waren wir noch nicht. Aber da müssten wir dann wieder zurück, oder? Warte mal, kommen wir dann bis zum Aufzug direkt wieder zurück? Ja. Ja. Okay, das heißt, ich kann jetzt darüber und dann da wieder runter. Nein, das müsste passen. Dann kriegen wir hier auch einen neuen Loot. Ah nee, ach Miste. Das ist ja nur das Ding. Hier waren wir ja schon. Hm. Na gut, ist nicht so schlimm. Ja, ich muss zugeben, es ist dann doch offener als am Anfang gedacht. Es hat dann wirklich dieses ja. Open-Schlauch-System, was ja auch Dark Souls ja. cool macht. Genau. Dass man wirklich ein bisschen in alle Richtungen forschen kann. Das finde ich ja schon echt positiv. Ich dachte, es wäre viel mehr Michael Bay-Schlauchsystem. Oh, ey, aber er hat es nicht mal probiert. Ey. Ja, ne, aber das siehst du an den ja. Wänden schon. Das zeigen dir die Wände immer. Das ist nicht so. Waldo 90 schreibt eben gerade, Simon muss sich langsam eingestehen, dass er wieder in einem Souls-like gelandet ist. Ja. Das ist korrekt. Das ist durchaus korrekt. Ja. Da wieder irgendwie hochkommen. Das war Quatsch, was ich da jetzt gerade gemacht hatte, Simon. Muss ich mal sagen. Bip, 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 bip. Kommen sie. Gut, 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 gut. So, und dann gehen wir mal hier hoch. Erstmal gucken wir mal hier rein. Was ist denn hier so? Ja, schon wieder Feinde. Oh, sehr schön. Oh Mann, ey. Direkt frittiert. Los, mach den jetzt. Hilft mir mal jemand? Aber gib mir mal ein bisschen Heilung, okay. Deiner Kumpel. Was ist das denn hier? Scan. Neue Gegnertypen. Überreste. Krabbenviech. Splocks. Splocks.com. Die Sportseite für Amphibien. Oh, die haben mich in die Mangel genommen. Da geht's hoch. Gut zu wissen. Da drüben sind noch mal so dumme andere Viecher. Wie spät haben wir eigentlich? Da darf ich nicht rüberlaufen. Ah, da sind ja neue Bloxies. Hahaha, geil geblockt. Das passiert in einer Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt nachempfinden kannst, was jetzt hier krasses beim Kämpfen immer so zwischen uns passiert. Zwischenmenschlich, oder? Nee, so zwischen dir und Bloxies und mich und mir. Du das? Kannst du das hacken? Hack das mal. Hack ja, dich da mal. Ist aber du gegen die Bockratte? Mutig. Die Ratte hat Bock. Scomp-Anschluss. Na gut, dann machen wir das doch. Hey! Also, was war drin? Mut und Weisheit. Neues Licht, neue Lichtschwerthülse. Mein Aussichts. Platz. Irgendwas Geiles hier? Nee. Aber man hat eine schöne Übersicht hier. Guck mal, ey, da will ich, zu dem will ich auch mal hin, da. Das sieht wirklich aus wie so eine Mischung aus Fuchur, ein Nackt-Fuchur und ein Edaphosaurus. Und dann aber hier, diese Nasen sind von der Schildkröte, die du mal hattest. Mhm, exakt. So eine typische Schildgrößen-Nase tatsächlich. Kleine Trompeten. Traut euch doch. Trauen sich nicht, gegen mich zu kämpfen, weil die super mega feige sind. Guck mal, hier waren wir vorhin auch schon mal. Do you remember? So, jetzt kann ich hier aber diesen Mega-Lauf machen.
oder? Zack, hier lang und dann da lang. Meinst du, es funktioniert? Ich denke ja, weil auf diesen Leisten, auf diesen Leisten kannst du laufen. Es sieht aber auch aus. Ja, mal kurz vorm Absturz. Da sind wir aber jetzt am Turm, wo wir hin wollten. Wettrennen? Warte, ich wollte mich erstmal umgucken. Oh, dann los. Na gut, dann darf ich mich nicht umgucken, dann muss ich ein Wettrennen machen. Oh, das ist aber schleimig hier. Rutsche ich hier nicht aus? Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Erstmal das hier. Das ist ja auch wie diese Bonfires. Jetzt sind wir hier. Haben wir eigentlich schon mal eine neue Fähigkeit? Nein, 0 Punkte. Jetzt ist das was aktiviert. Das heißt, wenn ich sterbe, werde ich hier wieder respawned. Durchgehen. Aber wie jeder gute Loot-begeisterte junge Mann gucke ich natürlich erstmal dahinter. Ich sehe nach. Gute Leistung. Opfergaben. Ja, das wird dann alles wahrscheinlich einfach nur so. Diese Relikte enthalten Materialien, die nicht von Bogano stammen. Ihre fragile Struktur lässt vermuten, dass sie rein dekorative Zwecke erfüllt und möglicherweise Objekte von Gelesenwald geworden ist. Ja, denkbar, dass sie im Zuge einer Pilgerfahrt hier gelangen. Okay. Na gut. Dann mal hier den offensichtlichen Weg hinein. Oh. Hä? Ja, es geht hier irgendwie bergab und. Ah ja, ist klar. Boah. Guck mal hier. Da ist das neue Gewölbe. Schallplatten sieht man da. In den Wänden. Quasi goldene Schallplatten. Wallplatten. Ja. Wollen wir mal schauen. Da liegt was? Ne, das ist eine Seerose. Was steht da? Sprich Freund und trete ein. Da kommen wir her. Scannen. Da. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Den Schauspieler kennt man doch auch. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Ach was. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Also ist der Droid, der Droide da platziert worden für alle, die es versuchen wollen. Und möge die Macht mit dir sein. Es ist natürlich schon sehr riskant, diese Liste. Ja, einfach so da liegen zu lassen. Naja, weil, also, die. Ja, jeder holen. Diese dann Böse da, wohl, die Sith-Dame, die könnte das doch auch mit Sicherheit besorgen und hätte dann eine schöne Todesliste. Weißt du, ich war allein und das. Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Und er weiß überhaupt nicht, was soll's. Können wir gehen?
Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Muss ich jetzt nicht erstmal den Weg, also... Nee, hier muss ich nichts mehr machen. Das war's. Jetzt muss ich nach Sepho. Sehe ich das richtig? Ich dachte, ich muss jetzt hier noch irgendwie vielleicht irgendwas, irgendwelche Rätsel lösen. Scheint mir gar nicht so zu sein. Ja, hast ja jetzt auch alles Wichtige. Das heißt, ich muss zurück zum Schiff. Genau. Kann ich hier eigentlich dann schnell reisen auch? Eh, jetzt ein Bösewicht. Ja, das wäre mal auf dem Weg zum Schiff, ne? Das kommt immer der Bösewicht und will dir den Weg abschneiden. Ja. Du, 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 du. Wie nennt man ein Zeitreiseschiff? Fuck. If I could turn back time. Okay. Da wäre ich ja in den 100 Jahren, hätte ich da nicht drauf kommen können. Ich kann nicht schnell reisen. If I could turn back time. Wie heißt denn die Nummer? Ja, hab ich doch eben schon gesagt. If I could. Ah, das ist die Quality, der Quality-Shit, mit dem ich herkomme. Darauf ein Tröd. Ah! Guck, Schurken. Rabe. Ja, hier. Das ist, er ist er wieder. Jetzt wird abgerechnet. Jetzt wird zurück. Da! Vorsicht, Vorsicht! BD1! Ja, du hast ihn fast. Alter, was für ein Froschmann hier! Ja, Nein, ich hatte. Oh, ich hatte die richtigen. Guck mal, der andere suhlt sich da hinten, siehst du das? Jawohl, perfektes Timing gerade. Ja. So. Er sieht so scheiße aus. Guck ihn dir an. Guck ihn dir doch mal an. So siehst du aus. Was für ein hässliches Ding. Ich kann doch richtig weit reingucken, ey. Ich würde auf jeden Fall gern die Zunge mitnehmen. Du weißt nie, wann du die brauchst. Ja, halt echt. Sag mal, was ist denn mit dem da? Wieso kommt man denn da eigentlich? Kann man den nur bewundern? Willst du denn alles töten? Na, ich will einfach mal dahin. Als ob du den nur bewundern würdest, würdest du direkt. Kann ich den auch hauen? Nicht hauen. Oh, ich hauen. Kann ihn töten. Oh, jetzt habe ich einen Endgegnerkampf. Jetzt bin ich hier 3 Stunden am Kämpfen. Ich will Lass ihn doch einfach liegen. Ja, vielleicht über den, wenn dann über den Weg da rechts. Aber ich glaube, der ist Skybox, Mann. Ich glaube auch. Luke Skybox. Loot so. Skybox. Du bist eigentlich Loot Skywalker. Das ist so ungefähr, so nennen wir dich. Loot Skywalker. Guck mal, das ist ja geil hier. Das ist so ein Viech wieder drüben, oder? Ja. Zum Glück geschafft, mitten halb in der Wand zu sterben. Noch etwas? Gut gemacht. Mysteriöses Skelett. Der Struktur dieser Knochen nach zu urteilen, handelt es sich hierbei um ein großes Reptil. Laut einer Analyse der in den Knochen enthaltenen Elemente sind diese Reste etwa 1000 Jahre alt. Ja, aber Leute, das ist doch eindeutig so ein Viech wieder hinten. Warum wir jetzt nicht, also das, wir haben noch ein lebendiges davon. Oh, jetzt nicht so ehrfürchtig sein. Was? Zerhauen hier? Nein. Aber das ist ja das Gleiche. Naja, also wir sind beide keine Paläontologen, ich würde sagen. Ich bin Paläontologe. Da kann man wahrscheinlich. Der dritte Rückenwirbel ist ganz anders als bei dem lebenden Subjekt. Ne? Außerdem ist die Zahnreihe F8 viel stärker ausgeprägt als bei dem lebenden. Der hat eine Füllung. Da hinten. Ach, der hat eine Füllung. Ja gut, das erklärt vieles. Nee, das ist eine Goldfüllung, dann lass die rausbrechen. Der braucht die nicht. Du willst einfach Leichen schänden, oder was? Ich will dem Vieh seine Goldstellung klauen. So, warte, wo will ich jetzt hier eigentlich überblankt? Wahrscheinlich hier runter? Verlassene Werkstatt.
Naja, wenn du da bist, ist sie ja nicht mehr verleitet. Oder in dem Moment, wo wir. Ist da eine Werkstatt. Ja, zu Recht, es ist nur noch eine Werkstatt. Oh, Geheimgang? Raum? Irgendwas? Sie öffnet sich nicht. Trotz meiner Jedi-Kräfte, da komme ich wieder hoch. Das ist gut zu wissen, das merken wir uns natürlich. Da können wir rüberlaufen. Die Tür ist auch zu. Aber, also bevor wir gleich mal über die Liane laufen, probiere ich erstmal hier. Doch gesehen, ja. Noch etwas? Das ist doch ein Jedi-Symbol. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datumir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Ich will jetzt aber nicht hier... Auch nicht? Doch. Ah, Abkürzung. Geiler Scheiß. Guck mal. Sehr schön. Aber bevor wir da jetzt weiter. Was willst du? Du kannst mir irgendwas, möchtest mir irgendwas sagen? Hat sich das nochmal angeguckt, ja? Ja. Gescannt, gut. Ein verblasstes Wandbild unweit des Zepho-Gewölbes auf Borgano. Es stellt höchstwahrscheinlich einen Planeten dar, ist aber zu stark beschädigt, um genaueres zu erkennen. Ja, okay, dann hilft mir das natürlich nicht weiter. So, dann gehen wir nochmal hier, warte mal. Da waren wir ja schon. Na, hier sind wir auch runtergejumpt, oder? Von der Seite auch, ne? Ja, weil gefragt wird, wir spielen ja die PC-Version. Aktuell. Genau. Ja, dann muss ich der anderen, weil ich zu der Tür noch komme. Oder kann ich hier irgendwas kaputt machen? Ja, aber die Tür, die da muss doch aufgehen, wenn ja, ja, das ist anzeigt. Ja, ja, das ist ja die Abkürzung. Aber da war ja noch eine Tür da unten in diesem Gewölbe da. Wollten wir nicht zum Schiff? Ja, ja, aber da ist ja noch diese eine Tür da, wo was Geiles ist. Zurück wird schneller gehen. Das stimmt. Das glaube ich auch. Hier waren wir auch schon. Das, da, wo man sich hier runterhangeln musste. Ich arbeite gerade die ganze Zeit an einem Gag. Aber ich muss nebenbei spielen und deswegen komme ich nicht so weit. Aber er geht ungefähr so. Wie nennt man ein... Ne, was macht ein... Ne, wie nennt man einen misstrauischen Standesbeamten? Oh Mann, ey. Misstrau... Ja, also, okay. Er macht ja die Trauung. Ja, das ist der Gag. Und er, wenn er misstraut... Ja, das heißt... Das ist es der Misstrau... Ne, es ist der Standesbeamte, der niemandem mehr traut. So in der Richtung wird der Gag irgendwann mal... Ich verstehe, okay. Ja, aber er ist noch nicht fertig. Ja, aber ich verstehe, wie du denkst. Ja. Guck mal, da unten ein Ochsenfrosch. Es hätte eigentlich auch nur ein halber sein müssen. Nur, weißt du? Nur die Trommeln, ohne. Ja, also die Hälfte des Gags auch nur. Der ist in der Entwicklung auch noch der Gag. Sag mal, sollen wir jetzt eigentlich den kleinen Frosch da noch platt machen? Weil das ist auch ein geiler Scheiß da unten. Du fragst mich eigentlich nur prophylaktisch, ne? Ja. Okay, einmal zum Hacken. Hast du verdient. Wieso hab ich durch denn deine Arroganz. Warum habe ich das denn jetzt verdient? Naja, weil du so arrogant da einfach runtergehüpft bist. Als ob, soll ich den auch noch platt machen? Ja, hast ja gesehen, ne? Ich hüpfe doch trotzdem noch mal runter. Ist doch klar, Leute, oder was? Ihr wollt das doch sehen, den heißen Scheiß. Ja, war ein dummer Idee. Na, jetzt ist er da. Jetzt muss er auch getötet werden. Ja, eben. Aber du hast nur einen Hitpoint eben ausgehalten. Also. Ja, das oder warst, voll, warst du voll aufgeladen? Weiß ich nicht genau. Das kam mir so was wie ein persönliches vor. Schild wäre nicht schlecht. Ja. Ist ja auch im Universum, wo man mal ein paar Schläge abhalten kann. Ja.
So. Okay. Froschi. Jetzt kann man. Das mit dem Anwählen, das ist noch kacke. Siehst du, ich will ihn jetzt anwählen, ich seh's, ne? Aber und die Kamera. Ja, jetzt okay. Und jetzt macht er das. Oh. Das ist. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Greed. Ja. Alter, ich konnte nicht weg. Ey, die Bewegung ist teil. Ah, da muss ich noch kritisieren. Ich hab wirklich versucht, raufzuhüpfen und so instant wegzurollen. Das ging nicht. Ich habe aber nie, jetzt würde ich freuen. Ja? Jemand hat den Gag, du siehst ihn hier, jemand hat den Gag perfektioniert. Ja? Was macht ein paranoider Standesbeamter? Er misstraut. Ja, ist gut. Also jetzt mal ernst, Tobi Top, da kriegst du von. Kann nichts. Mach doch mal ganz sauber kurz. Kann nicht, die Leute applaudieren hier ständig und jetzt sagst du einmal. Ja. Das war der gut. Der war nämlich wirklich gut. Der war wirklich gut, ja. Tobi Top, ich sag Tobi dir, da top. Kannst du der war vielleicht top. Neo Magazin, nee, kannst du mal dich auf jeden Fall mal bewerben. Auch nicht schlechter als die Leute, die da ihre Jobs verloren haben. Okay. So, das ist jetzt aber quatschig jetzt. Mein Ohr tut weh, weil der Bügel so dumm befestigt ist. Ich muss mich kurz mal reparieren. Kennst du das, wenn du das irgendwie so drückt und dann ist es unfassbar schmerzhaft? Ich verstehe den Gag. Ich ändere dann einfach mein Ohr. Echt? Dass das Ohr passt sich, finde ich, dem Mikro an. So einfach. Zack! Guck mal, weg! Jetzt. Sehr gut gemacht. Und denk ans Parieren. Parieren oder kassieren. So ist es nämlich. Alter, hat er kassiert. Ja, der ist hart. Der ist härter als der andere. Aber es macht Spaß. Nicht durch. Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Das ist gut. Das ist mit dem, ja. Und nochmal hinlaufen. La 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 la. Crisscross America. Jump, jump. Wenn jemand rot wird, der Gegner, musst du ausweichen, die sind unblockbar. Aha. Rot ist unblockbar. Dann habe ich ja Block drauf. So. Oh, und. Oh, dann hier muss man echt aufpassen. Eben bin ich aus Versehen, ich wollte nach oben springen. Aus Versehen. Falsch gesprungen. Okay. Da sitzt er wieder. Wer da sitzt? Oh ja, das nochmal. Komm her, mein lieber Freund. Rot! Was? Ich habe geblockt! Ich habe geblockt! Geblockt! Also das war echt gut, bis eigentlich der letzte Biss war irgendwie. Den hättest du nicht abkriegen dürfen, aber eigentlich war es gut bis dahin. Du bist noch ein bisschen zu hektisch, wenn ich das so aus der Ferne mal beobachten darf. Das stimmt. Das stimmt, ich muss erst mal reinkommen. Ja, aber das schaffe ich jetzt immer. Jetzt habe ich eine Taktik. Ich habe mir jetzt was zurechtgelegt. Die Taktik heißt Sieg. Du sollst ja auch parieren, nicht blocken, sagt der Chat. Aber das stimmt. Sind das zwei Buttons, zwei unterschiedliche? Nee, nur das Timing. Es ist okay, wie bei dann Sekiro. Ist das Timing, genau. Sekiro. Ich finde, so Leute, die Sekiro durchgespielt haben, die dürfen richtig so Sekiro sagen. Andere sagen Sekiro oder so. Genau, die müssen die westliche Aussprache. Ja, und wir sagen es schamvolle Sekiro. Westliche Aussprache. Wir benutzen die traditionelle. Oh! Octobocto, ey. Alter, nee, ich hab's jetzt versucht zu parieren, aber das ist halt echt Maul. Das Maul kann man schwierig parieren. Ich frag mich, wann du kapierst. Dass du das nicht kannst. Also nicht, du bist vielleicht aber noch nicht stark genug. Ich hau die Sau um jetzt, lässt mich in Ruhe. Das ist jetzt wirklich wie. Aber den Death Counter bitte das ab jetzt. Ist mir doch, ich hau die Kröte um. Ich hau die dumme Kröte jetzt um. Wie viele Lollis isst du eigentlich? Bist du Kojak oder was? Das ist aktuell der zweite. Besser als rauchen. Das ist besser als vieles, besser als morden. Besser als in Tergrub baden. Besser als naja, jemand hat uns so eine ganze Schüssel hingestellt. Irgendeiner muss ja auch die Dinger essen. Die essen sich ja nicht von alleine. Ja. Und das Ding hier ist gleichzeitig eine Flöte und das hat mein Spieltyp ange. Und dann wollte ich zwischendurch flöten, dann habe ich schon die Kommentare gesehen. Der Simon mit seinem scheiß Lutscher. Hab's gelassen. Für euch. Weil ich euch liebe.
Denn es ist Liebe. Jetzt mach ihn! Allerersten Mal, es ist Liebe. Oh! Sehr gut. Bam, bam. Alter, ich bin weggetötet in das getötete Gedödel. Shit, ey. Shit. Ich muss mehr auch einsetzen, den Zeitverzögerungsaktivierungsbutton. R1 auch genannt, kürzlich. Ich mache dich platt. Ich komme gleich. Der Frosch hat... Was passiert, wenn ich dem Frosch die Zunge nehme? Was passiert dann eigentlich? Ist er dann noch hat aktiv, er diese krasse Art, ich glaube, dann hat er die krasse Attacke nicht mehr. Aber er ist dann einfach, er existiert weiter. Er weiß zwar, ich kann keine Fliegen mehr fangen. Na gut, er wird hungern, ne? Er wird sehr krass hungern, aber er sieht wie so ein Fettschwein aus. Kurzfristig kann er noch ein bisschen was machen. Er wird viele Jahre noch überleben. Ich finde dass Frösche und Kröten, das sind eigentlich die spektakulärsten Viecher überhaupt. Die sind gerade so Kröten, so fett und träge, aber die haben... Das muss ich mal reinziehen. Wenn das eine Science-Fiction-Figur wäre, würdest du das Design... Die haben ein Maul so groß wie ihr Kopf. Auf jeden Fall. Die können, das ist unfassbar. Die sind eigentlich nur Maul. Die sind wie Pac-Man. Maul. Pac-Man war im Grunde eine Kröte. Ja. Ja. Widerliche Viecher, ey. Und dann noch die Zunge da. Ich darf ihn nicht anwählen. Warum? Das wird kein Sekiro. Zack. Oh, shit. Ah. Eine Frage, gibt es denn Energiemöglichkeiten, irgendwas? Also hast du was zum, kannst du dich regenerieren oder so? Nee? Passiert automatisch? Nee, ich muss ja diesen, meinen Androiden-Freund da. Ja, aber du hast doch, der Chat sagt doch, du hast doch Stims, oder? Also müsstest du die ja, also so, ne? Einmal. heißt einer Froschgesicht im Chat und beschwert sich, dass ich ihn widerlich genannt habe. Froschgesicht, ja. Das ist sehr lustig, wo kommst du auf einmal her? Frosch. Günter Frosch. Günter Frosch. Der baut Waschmaschinen für Frederik Frosch. Und Frederik Frosch ist ein guter Name für einen Kinderbuchhelden. Frederik Frosch, ja. 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 Du weißt, er ist locker und flockig und cool, weil er ist ein Frosch. Aber er ist halt auch Frederik. Er ist durchaus auch, zahlt seine Steuern und so. Quack, Froschbachvertrag. Quack. Frederik der Frosch. Mach ihn, Frederik. Mach ihn. Octobokto. Dein letztes Minütchen hat geschlagen. Ha, ha. Ich bin weggejumpt. Wirf ihn her. Ja, geil, du hast Energie bekommen. Ja, geil, du hast wieder keine Energie. Das ist gut, das musst du viel häufiger machen. Ich bin... Das ist... Weißt du, was das grundlegende Problem ist? Ich schlag zu oft. Du bist zu einmal stark. Schlagen zu weg. Viel. Einmal schlagen weg. So wie ein Jedi das macht. Feige und unehrenhaft. Nein, du hast recht, und eine Lernkurve sieht man auch, auch wenn hier die Kappas dazu offen stehen. Ja, lass mich nur. Nein, ich sehe die Lernkurve. Ja, danke schön. Ich meine es nicht ironisch. Weil jetzt das mit dem Bremsen war schon mal perfekt. Genau im richtigen Moment, genau bei der richtigen Attacke. Zack, bumm, bam. Außerdem ist es hier übrigens das zweitschwierigste, ne? Und ihr wisst, das erstschwierigste ist nur so wirklich für Vollidioten, die einfach denken so, ey, ich hab das. Irgendwie, ich muss das und so. Solche Leute. Ist nicht für Jedis, ne? Ist nicht für Jedis. Ist nicht für Jedi, ne? Schmollex sagt, und Simon, verstehst du mittlerweile, warum wir so gerne backseaten? Ja, ich muss sagen, es ist eine gewisse Freude. Und weggenödelt. Gut. Und? Weggenödelt. Und. Vorsicht. Du darfst nicht so viel entertainen, Nils. Mehr auf den Kampf achten. Alter. Jawohl. Ah, warte. Ich hab's jetzt aber. Nein. Ja, ich hab einen Fehler gemacht. Aber jetzt hab ich's. Ich weiß jetzt, wie es geht. Leute, klappern. Ich hab's jetzt hier. Das war jetzt ein... So, aber jetzt grundsätzlich habe ich ihn jetzt. Octobokto, der Rhythmus ist da. Ich bin jetzt im Rhythmus. Ich bin im Rhythmus. Vielleicht ist der auch Jedi. Der Frosch? Nee, also. Das wäre lustig. Ich glaube nicht, dass es ist, dass bestimmte Rassen ausgeschlossen sind irgendwie. Ab welchem Intelligenzgrad kann man Jedi werden? Das ist egal. Du kannst sehr dumm sein, du musst nur einen hohen Midichlorian-Count haben. Aber kann jetzt ein bisschen wie Geld. Kann Delfin zum Beispiel Jedi sein? Wenn der viele Midichlorians hat und einen Meister, ja. Sag ich jetzt. Aber das ist. Delfine leben ja nicht im Chlorwasser.
irgendein Gag ist da auch zu haben, auf jeden Fall. Oh oh! Leck um hier. Nils, du machst das gut, aber nutzt deine Macht ja, mehr. Ja, du hast recht. Gerade bei den schlimmen roten Angriffen. Ich habe jetzt aber das Timing relativ gut drauf. Leute, ich weiß, ich gucke gar nicht in den Chat, weil ich weiß, dass der Support da ist. Aber ich habe das Timing jetzt drauf. Also ich muss mich einfach mal kurz zu Ende konzentrieren. Und dann mache ich diese auch platt. Ernsthaft, ich weiß jetzt, wie es geht. Leute, ihr könnt jetzt ruhig dranbleiben. Und alles ist gut. Macht euch keine Sorgen um mich. Dankeschön, ich spüre euren Support wirklich. Ich muss nicht mehr hingucken, Leute, ich spüre es wirklich, ich spüre es einfach. Danke, Mann. Danke, Leute, danke, Leute, danke, Leute. Aber er ist natürlich auch einer der härtesten Gegner. Ne, er ist relativ weich. Er ist nochmal so ein Gegner, wo du zurückkehrst nochmal. Nein, ich mach die jetzt platt. Als Meister kehrst du zurück und sagst, du Bongo nochmal ganz klar. Nein, man muss, weißt du, wie das bei diesen Spielen ist? Man muss den Boss einmal, man muss an dem seine Fähigkeiten einmal trainieren. Und dann ist das danach auch leicht. Wenn ich den jetzt nicht mache, dann wird es auch nicht leichter werden. Also für ihn, ich glaube, er hat langsam genug geübt. Ah, ich wollte gerade R1 drücken. Aber du hast gesehen, dass ich es drauf habe. Ich habe es mega drauf. Ich muss jetzt nur ganz kurz das einmal hier machen. Ja, aber ich wette trotzdem dieses Mal noch auf die Kröte. Okay? Nein, diesmal wette ich auf mich. Mal ich wette auf mein Geld. Okay, ich wette auf mich. Wer ist dabei? Wer wettet auf mich? Ja, machen wir kurz ein Vote. Wer wettet auf mich? Ich wette auf mich. Alle, die auf mich wetten, wettest du auf mich? Okay, Eddie wettet auch auf mich. Eddie wettet auf uns. Wir spielen hier Dark. Ich glaub, der hat Dark Souls gerochen. Dark Wars. Soul Wars. Soul Star. Star Dark. Star Soul. Stardark ist eigentlich ein guter Name. Stardark ist richtig ein guter Name. Ist gut, macht Spaß. Es ist sehr soulig. Es ist richtig soulig, Etienne. Das ist wirklich soulig. Also nichts für dich. Scherz, ne? Kleinen Scherz für den. Los! Ah! Ich hab gedrückt. Und Lecker Mio! Energie. Ich weiß doch, was ich machen will. Und meine Finger machen einfach was anderes. Ja, ja, das habe ich früher auch immer als Ausrede benutzt. Ja, wie ihr seht, Kröte, Nils oder Simon Rutscher. Nein, dieses Mal, pass auf. Ihr könnt euer ganzes Geld jetzt auf mich wetten. Wettet euer ganzes, könnt ihr gerne ein Vote machen oder so jetzt. Aber dazu geht, der Lutscher hat gewonnen. Also werde ich ihn für diesen nächsten Kampf noch weiten lassen. Ich werde diesen ja. Flötenlutscher packe ich in den Jackpot. Ach du Scheiße. Ich wette auf mich. Mann, das hat hier, ich konnte ja richtig flöten. Ich hab's nur, ich Idiot, hab's falsch gemacht. Ja, weil ich du sehr doof bist. Oh, ist das zum Kotzen? So, jetzt mache ich's aber, Leute. Oh, das ärgert mich jetzt aber. Ich konzentriere mich jetzt, ich laber jetzt nicht mehr rum. Jetzt wird hier die Kröte verprügelt. Hast du deinen Flöten? Ja, da, ich habe den. Wenn ich jetzt, nein, ich wette den jetzt. Ich habe gesagt, ich schaff's. Okay. Du sagst, ich schaff's nicht. Okay. Und du musst aber ruhig sein, bitte. Es ist jetzt echt wichtig, dass du deine Klappe hältst. Halt die Klappe. Was hast du eigentlich gewettet? Was war eigentlich dein Gegenwert? Mein Lutscher. Guck mal, Nils, was soll ich denn jetzt machen? Ich versuche auch nur abzulenken. Ich bin ein Chat-Blitzableiter. Ich versuche abzulenken von den Dingen, die wir hier sehen, die nicht unbedingt okay, die Top-Qualität, die man hier erwartet, widerspiegeln. Nein, du machst den jetzt. Jetzt ist der Moment, Nils. Jetzt ist die Kröte tot. Du musst aber, du musst wirklich diese Macht einsetzen. Ja, ja, wenn rot ist, macht nichts. Pass auf. Das war jetzt habe ich ihn. Das war jetzt bislang nur so ein Spaß von mir. Jetzt geht's hier richtig rund. Jetzt geht's hier richtig rund. Ich freue mich. Warte kurz, kann ich den Anstoß machen? Ja. 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 Ey, ich komme nicht in diesen Fuß. Die
Diese dumme, hässliche Dreckskröte, wie ich sie jetzt vernichten werde. Die Vernichtung ist real. Ich weiß nicht, im Krieg. Ich hab's drauf, Leute. Ernsthaft. Ich weiß jetzt genau, was ich machen muss. Ich muss nur ganz kurz auch machen. Meine Finger müssen einfach, hey Leute, das ist halt einfach exakt so wie jede einzelne Folge mit irgendeinem Dark Souls-Spiel. Nein, es ist aber eigentlich auch Pipi Eierfax. Es ist Pipi Eierfax. Es ist wirklich so. Pipi Eierfax ist mein neues Lieblingswort. Ja. Nee, gleich nach Bock der Okto oder wie das. So, jetzt. Weißt du, was ich. Alter, die Vernichtung ist real. Ich freue mich jetzt schon drauf. Weißt du was? Ich scheiß mal jetzt auf die erste Attacke. Ich mach dich jetzt mal so platt. Komm her. Ich komm nicht so schnell. Sehr gut. Ja, Mann. Energie. Okay, der kann mich sogar fressen. Hat dich einfach angesapscht. Nein. Ich weiß, worum es lag. Ich habe die Mütze die ganze Zeit falsch rum. Oh nein, jetzt weißt du doch, wenn du die Mütze rumdrehst, ist es wie wenn du eine Maschine startest. Okay. Boss-Mode aktiviert. Okay, einmal noch und dann Werbung. Nee, es gibt ja nur noch einmal, weil ich jetzt den Boss-Mode anhabe. Das meine ich. Und wenn du ihn getötet hast, machen wir kurz Werbung. Boah, ja, so fängt schon an. Spektakulär hangelte er sich an den letzten Lianenzipfel. Er wusste, dieser Kampf wird der letzte sein. Dieser Kampf wird der alles Entscheidende sein. Kröte wird fallen. Epische Selbstmotivation beendet. So. Jetzt ist es. Jetzt geht's los. Kröti, Kröti, du kriegst aufs Maul, weil ich geil Jedi bin. Ich brauch Hilfe. Ah. Oh, oh. Ich lebe. Energie, Mann. Nicht sowas, ich hab nur eine. Der gibt mir nur einen. Nur eine? Ja! Du musst ja auch nicht. Es ist keine Schande. Ey. Bis zum Ende. Anzuerkennen, dass man nicht der Beste ist. Wie bitte? Ja, weil kann ja nur einer der Beste sein. Und die anderen können ja nicht in Schande alle leben. Das wäre ja bescheuert. Also kann es keine Schande sein. Schande ziemlich überbevölkert auch. Auf der A1 Schande Richtung Großmut. Verkehrsstau wegen Überbevölkerung erneut. Nein, jetzt ist Schnauze voll hier. Kröte stirbt. Tschüss, Kröte. Was? Ja, aber das irgendwas gut gemacht. Ist er vorübergehend betäubt und verwundbar. Ja. Ja, aber das war gut. Ich habe diese Taste betätigt! Du sprengst immer! Ja, weil ich das nicht wollte! Ich wollte sidesteppen! Und wollte zum richtigen. Ich hatte das Timing schon mal raus bei dem Roten. Das ist ein anderes Timing und ich hatte es aber schon mal. Und dann ist das jetzt nicht mehr da. Und jetzt habe ich es aber wieder. So, ja, nee, Leute, ernsthaft, ich hab Faxen-Dick, ich mach die Sau jetzt platt. Hört auf jetzt irgendwie dumm. Nee, ich mach das jetzt. Irgendwas muss man ja machen. Gucken zum Beispiel. Guck halt anders. Guck halt ein bisschen so wie jemand, der denkt sich, ja, das war schon ganz geil. Und dieser dumme Tails hier, die sehen aus wie die. Ja, die gehen mir auch auf die Eier. Die warnen die Kröte auch und sind nicht unsere Freunde. So. So, Konzentration, Nils. wollen wir nicht vielleicht, also ist ein guter Tipp, finde ich, ändere den Schwierigkeitsgrad jederzeit. Nein, also auch nein, Schwierigkeitsgrad wird nicht runtergedrosselt. Ich werde jetzt weiterspielen, weil ich mega gut bin. Ihr habt das Spiel alle noch nicht gespielt. Es ist gerade erst rausgekommen. Ihr habt nie gegen diese Kröte gekämpft. Hört auf mit dieser Hochnäsigkeit. Dieser Krötenboss verdient Respekt. Er ist stark, er ist gut. Stark. Es ist der zweithöchste Schwierigkeitsgrad. Hört auf jetzt hier mit diesem Hochmut. Hört auf, der ist ungerechtfertigt. Hört auf. Does not compute. Not, not.
Ihr versteht das alles nicht. Die Leute sind happy. Ihr denkt, das ist so ein Casual-Kinder-Game hier oder was? Das ist die Megakröte. Das ist der erste Riesenboss in diesem Spiel. Hallo, Babys. Wie oft habt ihr bitte bei Demon's Souls und so an den ersten. Ne, Demon's Souls ist Pipifax gewesen. Aber andere Bosse, die waren auch sehr gut. Sehr gut. Wie weit hatte ich ihn denn? Du hattest ihn fast. Ein, zwei Schläge. Echt? Es war irgendwie, ich dachte eigentlich, du gewinnst. Oh. Es war wirklich nicht schlecht. Also du kannst ihn definitiv schaffen, aber es ist so irgendwie euer Timing, dein und sein Timing. Es ist wirklich nicht richtig. Nicht wie ein Tanz. Nee, ne? Aber der Krötentanz ist generell sehr unrhythmisch. Ah, ja, ja. Ah, jetzt kommt's jetzt, Leute. Ihr habt's gesehen. War ein guter Hörruf. Ja, vielen Dank, Mann. Ich weiß, ich spüre euren Support. Ich spüre ihn überall. Ach ja, und denk an die Macht, ne? Ja. So, jetzt mache ich es richtig geil. Freue mich schon auf den Sieg gleich. Freust du dich auch schon auf den Sieg? Ja, also, naja, immer. Aber wird es eine Siegesfeier geben gleich? Alter, der hat mich mit seinem. Nee. Ja, aber das war der Krötenfuß. Krötenfuß, das zählt einfach nicht. Ich bin seinem Maul ausgewichen, das ist seine Attacke, sein Maul. Ich bin links an seinem Maul vorbei und dann streift er mich mit seinem Krötenknie, was aus wabbeliger Wabbelmasse besteht. Und ich erst, ja, aus 3 Kilometern auf so einen Stein, hier Eisenpodest knallen, das überlebt er. Aber so von so einem Schwabbelknie gestreift zu werden, oh nee, sorry, da hört der Jedi auf. Tut mir leid, das ist eklig. Das ist Instant-Tot, ah, Schwabbelknie, ah. Ja, eigentlich kann die Kröte einem ja eh nicht so viel machen. Was soll sie denn machen? Sie ist weich von vorne bis hinten. Selbst das Maul ist weich, sie hat keine Zähne drin. So, jetzt. Die Zunge kann auch nur kleben, also was, womit greift sie an? Ich bin getötet! Er will. Ich lebe. Ach, es hört aber nicht auf, geil zu sein. Wir machen kurz mal eine Werbung, ne? Ich will jetzt keine Werbung. Okay, ich will keine Werbung. Okay. Ich will das jetzt zu Ende spielen. Ich habe keinen Bock jetzt auf Werbung. Wir brauchen das jetzt nicht. Ich mach das jetzt nicht. Wollt ihr auf Klo alle oder was? Gibt es keine Werbung, ey? Werbung, Schmerbung. Nee, Mann! Es wird Krötenkampf! Was ist denn das für ein Kampf, wo du sagst, oh, ich mach Werbung? Ja, alles klar! Nee! Stellt euch mal vor, Kriege hätten Werbeunterbrechung. Stellt euch das mal vor, so. Oh, und dann die Soldaten kämpfen so. Und oh, Werbung, diese Werbung wird ihm präsentiert von Heckler und Koch. Ja, viel genau Spaß beim Sterben. Wir sind gleich wieder da. Dann kurz Werbung, dann gucken sie, oh, wann ist vielleicht wieder. Schaff ich noch zu? Ja, dann geht's weiter tot. So. Nee, nicht in meiner Welt. In meiner Welt gibt's nur die Kröte und mich. Hilfe! BD1! Ah, ich wusste, dass du das probierst, du hinterfotziges Dreckskröten! Der doppelte Doppeler gewesen, ey. Octobocto, ey. Octobocto ist auf jeden Fall ein sehr schwieriger Kollege. Nee, ich hau die jetzt um. Er ist schon schwieriger, als wir gedacht haben. Ja, aber ich bin auch dumm, weil ich hab's ja eigentlich drauf. Ich mach nur Fehler. Das ist alles, der ist nicht schwierig. Ich bin auch echt gut, aber. Das ist so ein Balancieren mit verschiedenen Gegenständen, die nicht zusammenpassen, aber du machst es erstaunlich lange. Nils. Jetzt holst du ihn. Du musst nur an eine Sache denken. Ja. Aber alle gucken zu. Alle sind gelangweilt. Du bist gelangweilt. Deine verstrengten Arme und dein leichtes Schnaufen immer. Ich bin jetzt supporte mich doch mal. Ich bin doch auf deiner Seite.
Der Doppler. Der Doppler! Ich bin doch aus! Nee, Mann! Soll ich mal eine machen? Ja, aber wenn du es jetzt schaffst, dann, dann gehe ich aus dem Raum, ey. Nee, natürlich. Wenn du es jetzt schaffst. Nein, aber dann kannst du mal relaxen. Es ist für dich auch nicht einfach, weil du ja natürlich jetzt hier permanent spielst. Wenn du das jetzt machst, dreh ich durch, ernsthaft. Ich kann's doch gar nicht. Ich hab spiel's zum ersten Mal. So. Willst du die Tasten wissen? L, ja. B ist blocken, X ist schlagen. Oh, bist du dumm, ey. Alle sind jetzt gerade richtig gepisst, dass du da runtergefallen bist. So. Gut, L2 hangeln. Ja, L2 ach, ich muss noch drücken zum Hangeln. L2 hangeln. Ach komm, ey, das macht doch hier Nathan Drake, macht das ohne, dass ich ihm noch das L2. Extra sagen muss. Ich möchte mich entschuldigen. Ich weiß, Leute, vor euch ist es jetzt gerade wirklich ganz langatmig, wie der Simon hier schon spielt. Ach Gott, ich wünsche, ich kill ihn jetzt. Ey. Einfach der Alter, wenn jemals in meinem Leben irgendwas jetzt, richtig laufen wenn jetzt müsste. Wenn du ihn jetzt killst, habe ich auch wirklich keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Also so, dann haben wir den. Und blocken ist? LB. Und RB ist diese Zeit. Das ist Blocken, ne? Ja. Und da ist es Timing wichtig. Okay. Ja, und das ist Zeit, okay. Ja. Und er nach Digi nach oben ist heilen. Ich hab gar kein. Wo ist mein. Wo, ah. BD1. Gut. Ja, okay. Naja, okay. Ja, das war jetzt nur mal so zum Reinkommen, Simon. Ah. Jetzt seid ihr mal alle. Ja, ja, klar, natürlich. Wie du das genießt. Ist dir bewusst, dass ich nach 3 Stunden, die du gespielt hast, zum ersten Mal, dass du überhaupt. Warte, das ist so lame. Ich mach auf die Seite jetzt. Das ist wie wenn du deinen Sohn jetzt Auto fahren lässt und die ganze Zeit daneben sitzt. Ja, das ist aber, da kommst du nicht an die Bremsen jetzt. Das ist aber unangenehm jetzt. Ich muss doch erstmal reinkommen. Ja, ich gebe dir die Zeit. So. Ich gebe dir die Zeit. Ja, das machst du echt gut. Mit Stick reindrücken, das Laufen ist ja klar. Ja, okay. Okay, so. Aber wieso ist L? Ah, es geht einfach nicht, ne? Ich kann nicht manuell schlagen, wenn. Du kannst nicht schlagen, wenn du blockst, ne? Ist klar. Ja, aber Moment, was ist nochmal blocken? L? Nee, das. L1. Ja. L1 macht. Und was ist dann nochmal schlagen? X, Mann. Ich denke die ganze Zeit, L2 ja, ist irgendwie. I know, wegen Sekiro oder was? R1. War das so, ja? Ja. Oh, Mann. Kann ich endlich mal seinen Herzbalken angucken? Boah, gut. Ah, ja, man kommt nicht weg, ne? Ja, man kommt aber nicht weg. 2 Bisse sind aber auch heftig, finde ich. Ja, kann man aber was ich habe jetzt, das Gute ist, wenn man zuguckt, kann man Sachen beobachten, die einem vorher nicht aufgefallen sind, weil man nicht die Ruhe dafür hat. Und ich habe jetzt schon tatsächlich was gesehen, was mir gut gefallen hat. Was ich gleich anwenden werde, wenn ich in einer halben Stunde von dir das Pad wieder nehme. So lange wird der Kampf nicht dauern jetzt. Nö, ich mach gerne eine Runde. Ich muss den jetzt nicht besiegen. Ne? Ich habe da einfach andere Herangehensweisen als du. Mir geht's mehr um den Spaß. Was? Weiß ich, Spaß. So. Schön. Ey, das Timing, ne? Ist manchmal so scheiße. Wie du das genießt, okay. Ich muss mal. Kann ich mich mal kurz da hinsetzen, wo du sitzt? Ich schaue ja auch schräg auf den, ne? Hey, doch, wirklich, machst du gemütlich und so. Wie du halt. Das Geile ist, ich will den doch gar nicht besiegen. Aber ich will ihn besiegen. Das machen wir doch nur, weil du das brauchst. Warte. Ja, nimm beide angelutschten. Nee, die sind beide, geht nicht. Ich hab sie beide schon. Wieso geht das denn nicht mehr? Warte, wie oft die kleinste Flöte der Welt. Jetzt, Nils! Die Flöte flötet nicht mehr. Was ist denn da los? Weil du reinpusten musst. Das willst du aber nicht, weil da mein Sipsch dran ist. Ich verstehe das nicht. So. Timing 0. Reaction 0. Random pressing buttons 100%. Leute, das sieht vielleicht für euch so aus. Ich bin jetzt ruhig. Bosskampf. Das, ne? Das ist so ein bisschen der Scheiß. Heilen? Ja. Wie kriege ich den Moment hin, an dem ich weiß, das ist so dumm? Ja. Nee, es ist wirklich so dumm, weil er halt einfach irgendwann losspringt und du kannst 3 Minuten vorher schon hin und her hüpfen. Wie willst du das timen? Also. Maul jetzt.
hasse es jetzt schon. Wirklich, es ist jetzt schon scheiße und ich möchte es nicht spielen. Was ist geschehen? Du hast lediglich zweimal den Frosch. Aber ich, guck mal, wir hatten ihn ja schon fast. Also ich hatte ihn ja schon fast. Wir schaffen den gleich noch. Mhm. Das ist jetzt nur am Anfang, um einmal reinzukommen. Ne? Ja, wir haben zwei Stimmies, das stimmt. Aber das ist auch immer ein bisschen schwierig. Oh. Oh. Ich brauche Hilfe. Okay. Stimmy? Wo ist denn meine Machtenergie? Ja, RB. Scheiße, früh! Stim, hierher! Nein, zu früh! Doch. Ey, ich drücke immer die falschen Button, ne? Ich drücke halt einfach die ganze Zeit immer hier L1 oder Dingens. Okay. Chat, sag mal was. Wie wichtig ist Blocken und Parieren? Ist das hier wichtig oder ist das hier unwichtig? Das warte. Macht Nutzen habe ich gerade zweimal gemacht, aber es macht nicht viel. Ins hintere Loch eindringen, ja, das weiß er ja aber natürlich, dass du das weiß ich, aber das will ich ja nicht. Na, eben. Weil ich dann so, na gut, vielleicht mache ich es mal, aber dann stehe ich so komisch an ihm dran. Sehr wichtig, lecker. Was? Knall ihn noch einfach zu früh, gleich perfekt, was? Zwei Stimmen. Ja, ich wundere mich auch, warum ich einfach einen Thermaldetonator oder sowas irgendwas. Thermaldetonator, ja. Einfach eine Bombe rein, fertig. So. Also, damit blocken. Ja, das Blocken ist für mich noch ein Problem. Aber das war es ja schon immer, ne? Ey, ich bin doch voll hinter dir, Mann. Wie kannst du mich denn holen, wenn ich um deinen fetten Scheißkörper schon rumgesprungen bin? Der sogenannte Rumsprung. Die krasse Reaktion als ein Jedi. Ist einfach bescheuert. Eine Jedi-Kröte. Wir haben eben noch diskutiert. Weil du mit dem Scheiß Schwierigkeitsgrad wieder, weil dein Ego es nicht aushält, was auf normal zu spielen. Siehst doch, was bei rumkommt. Wie ist es deine Wir Schuld? Wir hauen die Sau gleich um. Nein, Alter. Und ob. Oh, du kannst das so von alleine weiterspielen. Ich habe jetzt schon Nein, die Suppe aufgesetzt. Ich lass mich nicht wieder in so eine Dark Souls-Kiste reinquetschen. Der hat drei Augen, Simon. Es hieß, wir spielen Star Wars. Das Wars. Das ist nicht Star Wars. Das ist das Wars. Alter. Ey. Well. So. Blocken. Alter, ich komme nicht aus diesem einen Sprung raus. I know, been there, done that. Aber es ist nicht so schwierig. Wir schaffen das jetzt. Das ist ein Tanz. Nils, wenn du nicht unscheiß die Fresse hältst, wenn jetzt diese ganze Dark Souls-Nummer wieder von vorne anfängt, das ist nicht, wo, da habe ich nicht zugesagt. Habe ich nicht unterschrieben? Nein, habe ich nicht unterschrieben. Aber wessen wirklich? Unterschrift ist das denn hier? Simon Kretschmer. Welcher Simon Kretschmer kann dann wohl gemeint sein? Wohnhaft ja, in Hamburg. Das war ein Fehler, gib ich zu. Angestellt bei Rocket Beans Entertainment GmbH. Nicht mehr lange. Mm-hmm. So. Jetzt probiere ich das nochmal. You can do it. Jetzt, diese, man kommt halt nicht. Ich meine, was soll ich denn hier machen? Das verstehe ich wirklich nicht. Er kommt. Soll ich da echt? Kann ich ihn. Okay, so, komm. Wir machen es mal jetzt hier strategisch. Nein! Das ist der Unblockbare! gerade als ich strategisch sein wollte. Einmal machen wir es noch. Einmal macht das noch. Ja, klar. Machen. Wir können uns auch gerne gleich wieder abwechseln. Nee. So, gleich ist er down. Ich freue mich schon richtig drauf.
Es ist halt einfach nicht wahr. Es ist halt einfach nicht wahr, was du sagst. Doch, ist einfach recht. Hör auf jetzt! Oh. Aber ich finde es gut, dass, wie, guck mal, kurze Frage. Das, was du gedacht hast, als du mich hast spielen sehen, und das, was du jetzt empfindest, während du selber spielst, gibt es da eine Diskrepanz? Das eine war Freude, das andere ist irgendwas anderes. Siehst du, ich will doch nur, jetzt mal im Ernst, das ist in der Zwischensequenz. Ja, ich weiß das doch. Ja, aber was ist das gesagt? Für ein Scheiß? Wir hatten die Scheiße programmiert. Es gibt ja einen Unterschied zwischen fair und unfair. Und verlieren. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, ich spring da drauf. Es friert ein. Im Einfrieren. Ich kann nicht mal einen Button drücken, werde ich von dem angegriffen. Das ist doch bescheuert. Ja, das ist mir auch passiert, ja. Ich weiß. Ja, aber das ist doch dumm. Ja, genau. Wer entwickelt denn sowas? Ja. Ach, es ist schön, wenn man nicht immer das Gefühl hat, man ist alleine so mit seinem Versagen. Man, Versagen ist viel, macht viel mehr Spaß, wenn andere auch versagen. Das Problem an Versagen ist immer nur, wenn man der Einzige ist, der versagt. Ich verstehe endlich deine Freundschaft zu Ede. So, jetzt kommt's. Ist halt auch überall vorne, ne? Also ich hab's Gefühl, egal wo ich. Jetzt müsste er doch eigentlich nicht kommen können. Ich drücke. Siehste, hab ich gemacht! Alles richtig gedrückt! Ja. Okay, zwei Angriffe und dann kommt der. Jetzt. Nein! Nein! Nun gut. Die sagen nichts. Der Chat sagt nichts. So. Bup, 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 bup. Und immer diese Schwanzis da, ey. Falsches Loch! Ah! Ey, ey! Herrlich. Komm, wollen wir uns jetzt mal abwechseln? Hast du Lust? Einmal noch. Lass mich jetzt einmal machen, bitte. Ja, gut, gut. Ey, das ist übrigens so schwer, weil die Steuerung so furchtbar beschissen ist. Ja. Kann man ruhig mal sagen? Es ist, ey, aber Nils, warum machen wir diesen Gegner? Ich raff's nicht. Du machst das immer, ne? Du bringst einen in so eine Situation, dann erwartest du, warum soll ich denn deine Probleme lösen jetzt? Ich will da doch gar nicht rein. Ich wäre einfach dran vorbeigelaufen. Ja, aber ich aber nicht. Das ist ein Endboss, der wird platt gemacht. Das ist kein fucking Endboss, Mann! Du kriegst nichts dafür. Das weiß ich doch, und das ist doch der erste Endboss. Da gibt's ja was für den. Ich glaub, du nicht an einem Endboss vorbei, an einem Souls-Spiel. Es ist so ein bisschen wie die chinesische Souls-Kopie. So. Also wie Nio. Ja. Schnapp, schnapp. Hast du gesehen, wie er im Slow-Mo mich weiterverfolgt hat? Ja, und ich hasse ihn dafür. Es ist super gemein. Okay, ich mach noch einmal. Ein einziges Mal noch. Ein einziges letztes Mal noch. Okay, aber wirklich jetzt. Oh, ich hasse das. Ja, wir sind ja heute Abend ab 20:30 sind wir beide ja noch mal bis 23 Uhr mit Death Stranding live. Was? Ja, nee. Und ich und war ein Scherz. Ich dachte schon gerade, ja, ich dachte gerade. Naja, nein, weil ich dachte gerade, haben wir was aufgezeichnet oder ist es heute Abend live? Nein, ich mach nur gerade. Weil es ist Freitag. Okay, so, jetzt mal kurz gucken, ne? Ja. Ich versuche ja wirklich nicht immer denselben Shit zu machen. Okay, ich bin von vorne angekommen. Nee, hilf mir mal jetzt. Ja. Was ist denn der sinnvolle Weg? Also ich gehe mit dem X runter. Ja. Ich verletze ihn. Das gibt einen extra Bonus. Okay, was mache ich dann? Dann achte auf seine Bewegung, wenn er Aber es friert doch dann direkt ein, weil dieser komische. Ja, es ist eine Zeitlupe aber. Und dann im richtigen Moment einfach ausweichen oder also, du blockst. Also ich runter und dann einfach nur ausweichen oder blocken. Ja, eins von beidem. Okay. Weil es geht nicht. Meine Nase läuft, weil ich so wütend bin. Okay. Ich hab's gedrückt, aber natürlich nicht. Ich mach jetzt noch einmal, aber ich hab. Wie oft sagst du das denn schon? Ja. Naja, Alter, aber du hast gerade irgendwie eine anderthalb Stunden gespielt. Ja, aber nicht den Endboss.
Ich finde, wir wechseln uns gleich dann noch einmal schön abwechseln gleich. Nee, du kannst ihn gleich gerne zu Ende spielen. Abwechseln. Nee, ich will doch gar nicht. Alter, wir reden hier gleich noch mal drüber. Wenn das hier durch ist, reden wir, haben wir beide mal ein Hörnchen miteinander zu reden. Reden, haben wir noch mal ein Gespräch. Ja, aber ey, wir schaffen das. Das Leben ohne Herausforderung ist doch nur Leben. So. Okay. Einmal noch. Es muss funktionieren. Chat, gib mir deine Energie. Ich weiß, du willst es auch. Ihr wollt die F's. Die F's sind vorbereitet. Gut. Okay. Nein, nein! Was? Well, it's one way to look at it. Au. Au. Aber wir haben ihn ein bisschen. Ne? Komm, wir tauschen ihn wieder. Wir machen es schön abwechselnd. Au. Entschuldigung. Ich habe zu viel Kraft. Scheiße, kennst du das? Wenn man zu viel Kraft hat. Wenn man zu viel Stärke hat. Ey, im Ernst, ich bin nicht zufrieden mit dem Kampf-Gameplay. Auf diesem Schwierigkeitsgrad muss das Gameplay dann aber auch passen. Und muss, finde ich, auch einem das Gefühl geben, dass man stets die volle Kontrolle hat. Ja. Und das hat das Spiel nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen, tut mir leid, es ist halt dann kein Dark Souls. Genau, das ist genau der kleine, aber feine Unterschied. Das ist halt sehr viele Ähnlichkeiten hat, aber in diesen Bosskämpfen dieser Perfektionismus. Ey, warum fehlt. Auch heilen? Ihr Schweine! Wisst ihr überhaupt, wie schwer das ist hier noch? Du hast die Buttons, du musst ausweichen, du musst blocken und du musst den digital. Ich habe keine drei Hände. So, mach das jetzt. Weißt du, was das Ding ist? Du kannst ja nichts machen. Ja, ne? Aber wenn du dieser, wenn du sie doch einfach dran vorbeigehen. Nein, wenn du in diese, aber ich will auch, dass die Zuschauer das verstehen. In diesem Moment gerade, man kann sich nicht bewegen, man kann nicht blocken, man ist quasi gestunt und dann frisst die Kröte einen auf. Und ihr denkt alle, wieso machen die denn nichts? Ja, weil es nicht geht. Es geht nicht. Aber jetzt geht's. Jetzt wird die Kröte fallen. Mach dich schon mal auf den Krötenbraten gefasst. Heute gibt's Krötenschenkel. Was ich gemacht habe eben, als es mir gelungen ist, ist wirklich die ganze Zeit R1 mashen. Ja, weil er dann ihm direkt noch so ein Slow-Mo gibt. Und das hat auf jeden Fall geholfen, um abzuhauen. Ja, okay. Direkt am Anfang. Aber ja. Tut mir leid, die Mechanik am Anfang ist kaputt. Guckt euch das doch mal an. Ja. Okay, pass auf, jeder immer fünfmal und dann wechseln wir. Wollen wir das so machen? Ich muss jetzt schlafen. Ich will wirklich mit euch. Ihr seid sehr lustig. Es geht ja doch noch. Ach so, weil man da reinpustet dann. Ja, okay. Ja, ein wenig, ja. Da wollte ich natürlich nicht reinpusten. Dann Sabberstick. So, jetzt. Komm. Jetzt mach ich's. Ah, oh, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich wollte R für Zeit ne? drücken ja. und hab aber außerdem nicht R für Zeit gedrückt. Das muss ich mal reinziehen, ey. Wir haben noch. wir haben noch 20 Minuten Zeit. Bis dahin liegt die kleine dreckige Dreckskröte nee. Im Staub. Doch, jetzt haben wir es einmal konzentrieren, einmal mein Maul halten, einmal mich kurz abschirmen, gedanklich gegen alles, was auf mich einprasselt, und dann mache ich die dumme Kröte jetzt platt. Ich freue mich richtig drauf. So, jetzt ruhig bleiben, cool bleiben, Maul halten. BD1, stimmt. Nehme ich? Werf mal her! Ja. Yeah.
Das war gut. Ja, ist nicht wieder das drin. War gut bis eben. Wie viel Leben hatte der denn noch? Ja, auch nicht mehr viel. Du hattest ihn ja schon ein paar Mal an dieser letzten Zipfel. Ja, aber da er dir mit zwei Bissen dich komplett killt, einen kriegst du fast immer. Ja. Also es ist schon schwer. Schon nicht einfach. Ja, ja. Es ist halt wirklich so ein bisschen der Dark-Soulige, übertrieben starke Extra-Boss, den du dir halt quasi angucken kannst, wo du merkst, ach fuck, ich muss hier vielleicht später noch mal hin oder so. Ja, wir kriegen den. Was natürlich nicht heißt, dass wir das nicht machen, weil wir ja nie das machen, was die Entwickler wollen. Aber ich glaube, dafür ist er da. Nein, was? Ich hatte doch geblockt. Oh Mann, ey. Darf ich noch einmal? Ja, klar. Simon von 1 bis 10, wie sehr entspricht dieses LP bisher dessen, wie ihr es euch vorgestellt habt? Ich muss zugeben, ich habe nichts gewusst von alledem. Ich habe wirklich nicht mal annähernd gedacht, dass das so wird, wie es jetzt ist. Ich will Accidental Dark Souls ist es für mich. Also deswegen gebe ich eine 2 von 10 angesichts der Erwartungen, die ich hatte und dem, was erfüllt wurde. Aber das ist natürlich keine qualitative Wertung. Nur eine Überraschungswertung. So, jetzt. Oh. Bring ihn jetzt. Ja, Mann! Der ist so easy! So easy ist der Octobocto! Oh, jetzt sagt der Nils wieder, sagt er wieder, dass es zu easy ist, um dann damit die Fähigkeiten von Nils zu schwächen. Na toll, Nils. Ganz halt nur zugucken, Selfie. Aber dann aber immer sagen, der wäre so einfach. Selfie, wollen wir ein Selfie machen und dann ja, unser Gesicht für das Thumbnail? Okay. Hier, können wir ein Selfie machen für das Thumbnail später, dass da mein Gesicht draufkommt und deins auf die Kröte? Ja, von mir. Okay, eine. Warte, so, ich mach das. Komm. So, Thumbnail-Time, ja, bitte so. Warte, ist er. Weg ist er! Das hast du verdient. Ganz ehrlich, soll ich dir noch was sagen? Na. Der war. Jetzt, Alter Nils. Das Problem nein. An dem, guck mal, der war. Ach, doch, lass nein. Mich das sagen. Ich möchte dir ganz kurz sagen, was ich das Ding ist. Ich will nicht hören. Man muss einfach nur dranbleiben und er hat drei Attacken. Die eine ist die normale Schnapper, da muss man einfach einmal nach rechts und nach links und ihm eine geben. Eine. So. Das zweite ist, dass er manchmal schnappt und nochmal schnappt, da muss man einfach zweimal ausweichen und ihm eine geben. Und das dritte ist die rote Attacke. Da muss man einfach vor ihm stehen bleiben und er bläst die Backen auf und in dem Moment, wo die Backen entschlaffen, so, in dem Moment, wo die entschlaffen, einmal zur Seite dashen. Das war's. Mehr muss man nicht machen. Und ich hab's nicht geschissen bekommen, weil ich immer irgendeinen Fehler gemacht hatte. Aber das sind diese drei Sachen. Und das ist echt Billo, eigentlich. Es ist erbärmlich, dass wir so lange gebraucht haben für den. Erbärmlich ist es! Aber wir haben eine Lebensessenz. Wollte er seine Familie schützen? Was? Dieser Bogling kämpft verzweifelt gegen einen Okto, um seine Familie zu beschützen. Willst du eigentlich weiterspielen? Hast du Bock? Nee, ich bestell gerade die nächsten Drehs ab. So. Ach so. Ich kann da leider nicht. Krieg ich jetzt noch irgendwas, irgendwie was Geiles? Scamp-Anschluss muss für die Bedienung dieses Geräts repariert werden. Okay, alles klar. So, Leute, was schreibt ihr denn jetzt? Ich guck mal rein. Was ist hier los? Hallo? Wie man hier einfach überhaupt nichts sieht? Ach, warte mal, ich kann ja mein Lichtschwert als Leuchtquelle hernehmen. Das hatte ich ja fast vergessen. Okay. Aber hier kommt man noch irgendwie durch, oder was? Ernsthaft?
Schlüssel brennt. So, okay, Leute. Octobocto. Jetzt können wir zum Raumschiff eigentlich, ne? Ja, jetzt kommen wir zum Raumschiff. Erst jetzt. Oh. Octobocto. Ja. Hier war das. Ja, genau. Sehr gut. Wir haben noch einen Skillpunkt, oder? Skillpunkt! Okay, also das ist ausweichender Tritt. Also ich finde, wir machen jetzt einmal entweder das, Macht oder mehr Leben. Ich bin für mehr Leben. Ja, also mehr Leben würde ich nach der Nummer jetzt auch sagen, ja. Das ist halt auch die zweitschwierigste Schwierigkeitsstufe, die es überhaupt gibt auf der Welt. Das muss man auch mal sagen. Andere Leute spielen wahrscheinlich dann auf sowas wie einfach oder normal. Aber nicht bei Rocket Beans TV mit Simon und Nils. Hier wird mega rumgeskillt. So, wie komme ich jetzt am besten zu unserem Raumschiff? Das ist doch da hinten irgendwo, da oben. Müssen wir noch irgendwo lang? Warte mal. Holokarte. Wo ist unser Raumschiff? Da ist unser Raumschiff. Was ist der kürzeste Weg? Darüber kommen wir zum dummen Frosch. Dann müssen wir da lang, oder? Kommen wir da hoch? Ne, da hinten müssen wir lang. Ah, wieder auf die andere Seite. Guck mal. Mhm. Über diesen... Irgendwie auf jeden Fall wieder da hoch. Und dann zurück zum Raumschiff. Okay, also hier so. Eher so hier lang. Und doch hier lang. Da darf ich nicht. Also doch wieder hier. Gucken, ob das hier so... Warte, wie kommt, wie geht der jetzt einmal runter? Oh, was musste ich jetzt mal drücken? Ah, doch. Okay. Da können wir unser Zauberschwert noch ein bisschen ausrüsten. Das wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir wollen ja jetzt zurück. Komm her, BD1. Dann ging's hier nochmal weiter. Hab ich schon wieder vergessen, ey. Hier kamen wir auf jeden Fall mal her, ursprünglich irgendwann. Nee. Das ist der Kasse, hier kann man nichts machen. Dann mal da hochgucken. Wo bist du da? Das ist auch eine gute Form der Kommunikation. Ah, guck mal hier. Noch etwas? Mein Freund, beim Betreten des Gewölbes hatte ich eine Vorahnung, wie vor mir die Sepho. Mhm. Okay. So, okay. Da geht's jetzt runter. Mal kurz nochmal hier unser Hologramm. Wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Wir müssen jetzt nur da so irgendwie wieder da runter. Ist das denn hier so die grüne Matte da? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Nee, Mist, das ist ja der Raum gewesen. Ah, okay, mega dumm. Okay, warte mal, wie kommen wir denn jetzt hier nochmal weg? Ist der irgendwo hoch? Da komme ich nicht lang.
ich denn mal zurück zu diesem dummen Schiff? Hier hoch. Ah, hier lang. Guck mal. Hier war das. Und jetzt. Da ist es doch schon sehr geil. Okto Schmokto. Oh. Okay. Da ist unser Schiff. Das wollte ich. Warte mal, ich muss doch da rüberspringen, oder nicht? Ah, nee, da runter kann ich auch. Und dann da lang. Okay, das geht auch. Sehr gut. Meditieren? Meditieren! Dann geht's hier weiter. So, Simon, ich glaube, wir haben den ersten Abschnitt erfolgreich hinter uns gebracht. Ich denke, das ist der Freude wert. Das denke ich auch. Das war auf jeden Fall länger als gedacht. Ja, das stimmt. Aber so ist das manchmal. Huch! Bin ich jetzt hier nicht mal irgendwie da? Falsche Rampe. Hallo Leute, ich bin wieder da. Ich habe alles gemacht, was ihr wolltet. Ah, jetzt übernimmt das Spiel. Du hast Bestand. Dankeschön. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, geh weg. Raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttholegewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Ist das Ewan McGregor gewesen? Soll er sein, ja. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie! Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Tja, das war doch sehr mega nice. Kapitel 1, die Reise Wind. Kapitel 2, Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Das ist nur nochmal sozusagen die Zusammenfassung dessen, was schon passiert ist. Jetzt kannst du, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei unterschiedliche Planeten anfliegen. Mhm.
Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Ja. Kalpi. Rinja. Gut. So, aber das sieht schon echt nice aus. Wir sollten jetzt nicht uns von diesem unangenehmen Erlebnis mit der Kröte davon ablenken lassen, dass es eigentlich ja ganz geil ist. Ja. Ja, das ist, glaube ich, steht außer Frage. Ich glaube, es ist halt nur die Frage, wie gut sie geschafft haben, dieses Dark Souls-Gameplay umzusetzen. Ich bin da nicht, ich sag's ganz offen, ich bin nicht begeistert. Man hat nicht das Gefühl, es ist eingängig. Also, ja. Was aber auch daran liegt natürlich, dass wir halt vielleicht auch einfach zu doof sind und einen sehr harten Schwierigkeitsgrad gewählt haben, was ja irgendwie auch unsere Schuld ist, ne? Also, eigentlich deine. Eigentlich meine, ne? Ich wollt's ja nicht so. Also, wir haben jetzt, du hast schon eben schon gesagt, zwei Möglichkeiten, entweder nach Datomir oder nach Zepho, aber das ist ja eigentlich die Hauptquest, meine ich, ne? Zepho nach Suche auf Zepho nach alten Gräbern? Ja, mach ruhig, aber ich glaube, nach und nach müssen wir eh alle. Ja, vermutlich, ne? Aber können wir ja mal als nächstes. Der Chat sagt Zepho. Zepho zu den Zepho-Reisen. Was? Auf der Suche nach Zepho? Achso, das ist jetzt hier quasi das Hologramm. Ich will da aber hinfliegen. Kann ich jetzt darüber hinfliegen? Warte mal, wo gibt es bitte Reisen X? So. Ach ja, okay, gedrückt halten, alles klar. So. Piep, 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 piep. Moment, was sagt das Ding? Ich weiß nicht, warum Leute Droiden haben. Kann ich mich jetzt bewegen? Oh ja. Er kann sich schließlich. Kann ich nach vorne ins Cockpit gucken? Das wollte ich als Kind auch immer. Kann man sich den setzen? Ich hab's wirklich nicht so gemeint. Droiden machen mir Angst. Ganz was Neues. Sie klingen wie ein Imp. Die deaktivieren Droiden einfach so. Oh, das ist hart. Ich nehme alles zurück. Du bist okay, Kumpel. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Okay, das mache ich. Die sehen sehr bequem aus. Diese Stühle. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Roger that. Herr, hier drüben. Gute Arbeit auf Pogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Zepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Zepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Sehr schön. Ja, und aufbrechen ist ein gutes Stichwort. Wir brechen jetzt nämlich auch auf in die Welt der Pokémon. Kennst du Pokémon? Ja, das sind die. Also ich habe die mal verklagt wegen dem Mon. Ach, und? Aber nichts bekommen. Ach. Haben mir nur so ein Pucke-Ei geschickt. Puck-Bowl. Ja. aber ich bin natürlich, also das, ich habe als Sieg habe ich natürlich das ultimative Pokémon bekommen. Also ja. Simon. Das Simon, das ist versteckt. Das lebt im Wasser, aber wahrscheinlich Simon. Richtig, sag ich dir nicht.
wegen des Namens, egal. Damit vielen Spaß. Das war Star Wars Jedi Fallen Order, die erste Folge von vielen, die da noch folgen wollen. Ich habe da jetzt nichts gesagt zu. Ich habe nur Mundgeräusche gemacht. Körper. So, euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich sehr auf euch, wenn wir uns wiedersehen auf der Tanzfläche am Samstag, wo ich immer bin, oder am Montag. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.